Säbel. Kennst du von zu Hause, ne? Mit Säbel. Mit Säbel ist auch schön, aber es ist auch nur Effekthascherei. Anrufer. Komm, warmer Champagner. Yeah! Was immer das ist. Doch jetzt geht's zum Wohl. Hast du auch den Rosé? Ja. Ja? Sieht ein bisschen anders aus, die Flasche, ne? Ja, ein bisschen weniger staubig. Ah, ja. Oh, Anrufer! Ist das guter Kram? Moe, Maas. Hallo? Geht so? Geht so, ist okay, aber jetzt Hallo? Ist wirklich. Was ist Beste? Hallo? Beste, Nächster, bitte. Viel, Perijouette, viel besser. Ja. Aber wenn du sagst, ich kenne dich aber gut. Nee, Moe ist okay, also dafür, dass man den überall trinkt, aber ist okay. Was hältst du von diesem, hast du dieses mitgekriegt? Für meine Page ein Video. Achso, ein Video, da kann ich was sagen. Leute. Ey, Leute. Aber schnell, es nutzt hier 3 Sekunden. Achso, ich hab nicht mehr viel Zeit. Ah, das ist hier bei uns, bei Frank Sicki. Ach, jetzt werden hier Social Media Videos gedreht. Snapchat. Zum Beispiel Snapchat. Eine Sache habe ich gar keine Ahnung von. Gar keine Ahnung. Dein Sohn? Nein, ich glaube, der ist. Für die, der hat ja auch gar keinen Bock auf Facebook. Ne? Facebook fängt da gar nicht erst an. Nee, alte der hat Leute. Noch nie eine Seite. Ja. Facebook ist für alte Leute. Ne? Da spielt man mit Hühnern auf einer Farm. Ne? Für den ist das lächerlich, Facebook. Für den ist so. Instagram ist der Shit. Für die jungen Leute. Ne? Gerade. Können wir noch einen Anrufer machen? Total, ja. Bollinger ist ganz gut. Also sag mal, was du auch wirklich überall kriegst. Wer kennt jetzt, Röderer? Leute. Röderer? Röderer ist auch super. Louis Röderer, Hallo? Bollinger oder... Hallo? Hallo? Hörst du nur bitte auf dein Telefon, nicht auf den Rechner. Nur kriegst auf dein Telefon. Sehr gut, ja, ich höre dich. Aber nur aufs Telefon hören, nicht auf den Rechner. Nur auf mich. Ja, nur auf Telefon. Wer bist du? Ilja aus der Schweiz. Ilja, bist du Russe? Nein, ich bin Kroate. Ach, Kroate. Ja, keine Zeit. Keine Zeit. Was heißt keine Zeit auf Russisch? Ich habe zwei Fragen. Eine Frage ist, wieso kommst du nicht in die Schweiz? Und die zweite Frage ist, wo kriege ich deinen Wodka? Mein Wodka oder Sidos? Sido sein Wodka. So, jetzt doch gerade Alexej dran, ne? Du meinst Sidos Wodka? Ja, Sidos Wodka. So, ich gebe dir mal den Sido zurück, ne? Du hättest jetzt die Chance gehabt, Alexej was zu fragen, ne? Aber der hat jetzt mich zurückgegeben. Also ich komme in die Schweiz, zwar nicht auf dieser Tour, aber wir holen die Schweiz und Österreich Termine nach. Ne? Ganz sicher, dass da wird noch, die Termine werden noch bekannt gegeben. Und ich bin jetzt nächstes Wochenende in der Schweiz. Am 5. in Bern, ne? In Bern bei Radio Energy in irgendeinem Stadion. Ne? Musst du dich mal informieren. Warte bitte, ich muss deine Frage noch beantworten. Falk, merke dir aber, was dir auf der Seele brennt. Den Wodka bekommst du ab nächste Woche auf kabum mit 2m-wodka.de. Kabum-wodka.de. Schmeckt sehr, sehr gut. Könnt ihr den vorbestellen? Sehr schön. Und ab 1. Oktober wird der ausgeliefert. Sehr angenehm. Ab 1. Oktober wird der ausgeliefert. Oh, da möchte jemand, da hat jemand zum Trinken aufgerufen. Elias, hast du was zu trinken da? Es hat geklingelt gerade, Ilja. Prost! Moment. Prost! Toni, Prost! Jawohl! Prost! Auf Paris! Prost! Ilja, Prost! 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 Boah, noch nicht so viel Training gemacht. Noch nicht so viel Spaß. So! Sind deine Fragen beantwortet? Das war für den Joystick. Ich wollte ja, sagen, hast du noch eine Frage an jemand anderen hier, der hier sitzt? Das ist kein Fitness-Snapper, ich auch nicht. Ja, sag Falk, danke, dass er mir geholfen hat. Warte, ich geb dir Falk und du sagst ihm selber, ja? Ich geb dir Falk und du sagst ihm selber. Sag's ihm selber. Was geht, Brate? Ja, Falk, danke. Danke für dich. Danke für was? Ich hab mir einen YouTube-Link geschickt wegen Hammerman. Ah, das warst du. Kennst du ihn? Ja. Echt? Also für die Leute, die das nicht, die jetzt keine, natürlich keine Ahnung haben, er hat mir geschrieben auf Twitter, weil er meinte, ey, ich suche so eine Zeichentrickserie, in der ein Rapper über Schuhe Superkräfte findet aus meiner Kindheit, aber ich weiß nicht, was das ist. Und dann habe ich ihm die Antwort gegeben, was das ist. Is it the shoes? Ist es das? Nein, das ist ja Nike. Das also. Ist. Ich weiß, welche. Ja, welche Serie ist es? Den Namen kenne ich nicht, aber ich kratze. Hammerman ist, glaube ich, Hammerman, ne? Hammerman? Ja. Oder Hammer Time? Nee, Hammerman von MC Hammer, die Cartoon-Serie Anfang der 90er. Die hat er als Kind gesehen und fand er flashig. Aber kein Ding, Brate. Ich hab dir gerne geschickt. Bri-bra-bra. Jawohl, du hast den Sling raus. Läuft bei dir. Ja, danke. Bitte. Bis später mal. Kannst gerne auflegen, Herr Falk. Bis dann. Hat mich gefreut.
Ey, rufen hier nur so eine Schlaftabletten an, mal jetzt ganz ehrlich. Krass, Alter, ich hatte gar nicht. Der Anruf ist Bombe. Lass mal noch einen. Lass mal den nächsten hier richtig hier. Eine kurze Frage von Falk. Nein, keine Frage, eine Erklärung, weil die Fans immer fragen, warum spielst du nicht in meiner Stadt? Das hat er auch gerade gefragt. Warum spielst du nicht in der Schweiz? Warum? Ihr fragt euch immer, warum, als würden die Rapper euch hassen und nicht in eure Stadt kommen. Der Grund ist, dass in eurer Stadt niemand ist, der die bookt, der die bezahlt, dahin zu kommen. Weil ihr fährt nur in Städte, wo ihr für bezahlt werdet, ihr kleinen Schweine. Ne, oder wo es organisiert wird. Nein, aber das ist ja deren, das ist ja deren Arbeitsplatz. Ja? Die Show in Bern zum Beispiel, die ich nächste Woche spiele. Also dazu muss ich mal was. Die ist nicht bezahlt. Hey. Du kommst nicht für Geld dahin? Nein, die Spieler kommen nicht für Playlist. Nur Hackfleisch. Für Playlist, da hat er schon wieder einen Barter-Deal gemacht. Schon wieder Barter-Deal. Ne? Nein, aber wie gesagt, wenn in eurer Stadt niemand diesen Leuten einen Vertrag gibt, dann kommen die da auch nicht hin. Das hat aber nichts mit den Rappern zu tun. Desi, du kannst mir mal Tabasco und von oben Sushi holen. Ja, wie sieht's hier eigentlich aus, sage ich ganz ehrlich mal jetzt. Ich hätte ja, das erzählst du nur. Ich kann mehrere Scoville aushalten. Anrufer. 1 Million? Ja. Wie viel Scoville kannst du bieten? 7,1 könnten wir hätten. Ja, hol her. Millionen, ja, aber ich hab weggeworfen, glaube ich. Du hast weggeworfen. Ja, hol heiße Hexe oder Crushed Eis. Oh Mann, ey. Digga, du hast Ravioli. Wir haben noch einen Ravioli. So kein Ding. Kann man die Schoko holen, den Schweinebauch holen für den Japaner? 5 Kilo Pomodore. Ich esse die. Steht auch noch. Er hat Schweinebauch. Nee, ich war da letztens essen. Mein Freund hat einen Schweinebauch. Würdest du die essen? 2,5 Kilo Tomate für 1000 Euro? Ja. Ich würde damit sofort automatisch schon 5 Euro. Wir brauchen nur Dosenöffner. Doch, 5 Euro die Runde. Ein Vollbleistöffner. 5 Euro die Runde? Ja. Was für 5 Book Euro? Im Casino gibt es mehr. Book of Ra auch? Stehe ich nicht so drauf. Muss man ich stehe auch spielen, auf diese direkten Spiele. Ganz gefährlich. Ja, das ist krass. Gefährlich. Es gibt ja Casinos, da spielst du 10.000 Euro die Runde. So, ja. Da vergisst du keine Träne dafür. Es gibt aber auch so Unterschicht, so wie ich, so meine Leute. Da spielen wir vielleicht in ganz normalen Spielotheken. 5 Euro die Runde, bei Ultra Hot. So. 5 Euro ist der Turner. Döner. Mit Cola. Mit Cola, mit Pommes. Ein Freund steht über mir und sagt mir die ganze Zeit, ein Döner, eine Cola, ein Döner. Ich sag, halt die Fresse, halt dein Maul. Jetzt spiel jetzt gerade, bitte lass mich einfach nur zocken. Und fass mein Auto nicht an. Du bringst mir Unglück. Guck nicht da drauf, guck weg, Mann. Ich spiel deinen eigenen. Hier hast du 10 Euro, geh weg. So, gibt's alles. Aber 1000 Euro esse ich das, ja. 2,5 Kilo Tomaten. Ich esse die gemütlich. Gemütlich! Wenn dann einfach 15 Minuten. Und dann mache ich dir Livestream auf Facebook. Wie ich mit Finger oder Löffel? Oder mit Händen, mit Füßen. Ich schwöre dir, ich esse mit meinem Schuh so. Aber ja, ich mir du musst ihm geben. Für mich ist das... Das Geld ist ja schon verloren. Digga. Bei dir? Ja, erstmal Taui. Aber du musst ihm geben. Wie muss ich ihm Taui? Du gibst mir 1000 oder was? Ja. Nee, oder? Ich geb dir 1000, weil für dich ist es schwer. Guck mal, wir brauchen beide Geld. Ey, aber sicher dich ab. Da hab ich schon verloren. Nein, deswegen, Toni, klär das mal bitte. Toni, klär das mal. Er braucht eine Garantie. Bevor du das machst, muss es Toni erstmal klären. Ich will das Geld erstmal haben. Eine Garantie, ganz ehrlich. Das macht gar nichts. Brate. Du willst ihm jetzt die 1000 Euro verweigern? Guck mal, ich bin ja auch. Ich esse die während der Sendung. Guck mal, siehst du, diskutieren jetzt schon, wer bezahlt. Bei dir gäbe es die Chance, dass du das nicht schaffst. Du hast ja, die Wette. Ich hab's ja schon abgelehnt. Ich glaube, der schafft das 100. Das heißt, du gehst nur Wetten ein, die du nicht. Okay, was ich sage, und du bist Falk, ne? Ich weiß nicht, wie viel du heute hier kriegst. Das stimmt. Aber wir könnten 500 machen. Ja. Wenn er es kriege ich auch 500? Nein. Dicker! Nein. Ist! Gönn dir! Du 500, ich 500. Ich 500. Bei dir ist so wichtig, ist, dass du. Du Motherfucker! Mir wäre es wichtig, dass du es isst. Ey, du isst nicht. Auf Tomaten, ich geh's mal dick auf Toilette danach. Und scheiß auf die 1000 Euro schön in meiner Tasche. Gib mir nur 500. Digga, wie 500 Euro mach ich denn? 500 isst du das noch eher? 500 Euro mach ich auf jeden Fall, Alter. Nein, ja, 1000, was los mit dir? Ja, okay, 1000 haben die gesagt. Nee, 1000. Taui? Wie viel willst du es essen? Bei ihm 500.000 Euro. Ja, 500.000 Euro. Ey, er ist für 1 Million. Für 500.000. 1 Million, ich lasse die Dose mit. Ja, nee. Ich schwör's dir, ich esse die Dose. Und nachdem du das so aufmachst, esse ich das dazu. Wer dir 5.000 wert ist, Dose mit. Das Problem ist, der isst die ja nicht. 5.000. Ich esse den Öffner auch. Das wäre sehr, sehr witzig. Und das wäre mir einiges an Geld wert, das zu sehen. Doch, ich esse dein Hemd mit, kein Problem. Das ist kein Ding, ich esse alles. Würdest du mich essen? Nein.
Nein, Spaß. Ja, kein Problem. Wir 2 Mille würde ich essen auf dem Grill. Hast du einen Grill? Pack ihn drauf. Ich schwöre, ich habe letzte Woche einen neuen Outdoor-Schief. 3 Grasbrenner. Chick. Okay, Decke. Wo soll er kommen? Könnt ihr bei mir machen, auf Balkon. Auf Balkon, Neukölln. Hast du so einen Spieß? Neukölln in der Hölle. Okay, kommst du in die Hölle? Wir grillen nicht. Hast du so einen Spieß, den ich mir in den Hintern schiebe? Nee, den habe ich noch nicht gekauft. Der kostet 80 Euro extra. Aber ich habe Gusseisen-Dings, da wirst du richtig heiß. Boah, Digga, da kriegst du schöne Kruste. Ja. Hey, pass auf, Digga. Du zahlst das Geld voraus, wir kaufen uns den Grill. Ich hab kein Geld. Müsst ihr so ich erklären. Guck mal, du gibst das Geld, dann kaufen wir den Grill und dann grillen wir dich. Das Reptil? Ja. Du hast Geld. Du kriegst sofort 1000 Euro, wenn du das aufgegessen hast. Bevor ich diesen Baba-Grill kaufe, brauche ich Kredit. Guck mal, wie ihr euch beide rumdrückt gerade. So jetzt ist voll so, Dings, so ein bisschen, ne? Er um die Kohle. Aber eigentlich hat er die Wette gesetzt. Er riecht schon das Geld und ihr macht jetzt so mit ihm. Ja, meine Wette ist mit ihm. Ach so, okay. Ja. Meine Wette ist, er ist das. Seine Wette ist, du ist das. Also muss er das doch auch zahlen. Du musst zahlen. Meine Wette ist, es keiner ist das. Ich krieg von jedem dann 500. Hier sofort, Alter. Hast du Kartenlesegerät dabei? Also wenn du ein Kartenlesegerät dabei hast, mache ich jetzt direkt. Ey, wollen wir noch einen Anruf haben? Bevor wir jetzt hier eine Dose Tomaten essen? Moment. Gehen wir uns noch rum. Ja, bitte. Boah. Ja, zum Glück habe ich meinen Champagner, Alter. Champagne. So wie du. Was auf jeden Fall? Das ist eine gute Sache, ne? Was hältst du von diesem Jay-Z-Champagner, Ace of Spades? Habe ich noch nicht Hast gesehen. Hast du die Story mitgekriegt, dass, wie betrügerisch der das in den Markt eingeführt hat? Hat der einen Champagner, eine Champagner? Achso, Telefon klingelt! Hallo! Habe ich noch nicht probiert, das ist doch bestimmt irgend so ein Hype-Kack. Hallo, hier ist Falk Fragt. Hallo, hier ist Falk Fragt. Übrigens, ich Obama will eine Sache sagen. Es wird ab nächsten Monat hier in diesem Studio eine Sendung geben, die heißt Falk fragt. Falk weiß davon noch nicht so viel. Das werden wir ihm alles noch erklären, in Ruhe, ganz in Ruhe, ne? Falk, trink mal kurz, dann erkläre ich dir, was ich meine. Er hat seinen eigenen, gib mal her. Es wird hier demnächst eine Sendung geben, die heißt Falk fragt. Willst du von dem? Ach so. Und da fragt Falk Leute Sachen. Weil Falk das so gut macht. So. Jetzt kommt die Frage von, wer ist hier dran am Telefon? Ja, keiner, der redet wieder. Da ist schon wieder keiner dran, ne? Nee, falsche Quatsch, ich gucke auf Leppi. Nicht mal stöhnen, Alter. Wenigstens stöhnen, ihr Idioten. Ihr könnt doch wenigstens stöhnen, wenn ihr schon nichts sagt. Stöhnt doch wenigstens wie früher. Ja, ne? Ihr Opfer. Ne? Früher haben die wenigstens gestöhnt. Kennst du noch Chatroulette oder wie? Berlin-Chat, ne? Wie ist das? Chatroulette. Wer kennt wen? Hast du Fotos von deinem Penis? Keine Zeit. Oder er hat aber seinen Kopfring mitgebracht. Hat er extra mitgebracht, seinen Kopfring, ja? Ich war letztens auf. Du selber, aber bei Fotos von der Penis? Hast du das? Ja, klar. Ich war letztens auf so einer alternativen. Gib ihm mal hier Mikrofon kurz. Deutsches Chatroulette oder was weiß ich. Chuck Knight. Setzen Sie sich bitte! Ich habe die ganze Zeit gesucht und irgendwann, ich bin gerade abgelenkt, ist endlich ein Paar, was da richtig Action macht und ausgerechnet da ich aus Versehen weitergeklickt. Ja. Oh nein. Die waren weg und ich habe keinen mehr. Ey, gibt's Chatroulette noch? Wiederholt außer die. Gibt's das noch? Lass mal da anrufen. Der ist richtig drauf reingefallen, denkst du, die haben wirklich mal an? Findet mal bitte Chathouse nochmal raus. Sicher. Da mal an bei Chathouse. Die haben bestimmt gute Techniken. Chatroulette, ja, Mann. Schön nicht schlecht, aber Chat auf machen wir mal, Sekunden, ne? Da kannst du anrufen, dann chatten sie mit Leuten. Chat, das ist Telefon-Chat. Das ist kostenlos. Das ist Telefon-Chat. Da gibt es verschiedene Räume, ja. Das von früher noch. Genau, früher. Und da hat man immer noch gestöhnt wenigstens, ne? Echt? Ich nie, aber... Hast du mal Telefon-Sex gehabt? Ich fand das so abartig, ganz ehrlich. Falk, da bist du gut. Hast du Groupies, Falk? Er hat auf jeden Fall. Er hat 100 Pro, ne? Paar Dicke hat er dabei, ne? Paar Monster-Trucks sind dabei. Prost. 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 Jawohl, Alter. Prost. Auf dem Parkplatz. Prost. Ja, jetzt hast du auch deine Flasche. Jawohl. Ja, schon. Es ist Basis Chat House in Berlin. Ja. Gibt's auch Fragen aus dem Chat oder sowas hier? Oder von Facebook? Irgendwas gibt's auch Twitter und so mäßig? Heute hat Helge Schneider Geburtstag. Helge! Oh. Helge, bester Mann. Helge, heute und wann? Heute. Jetzt noch. Jetzt die zwei noch. Nächsten ja, zwei Stunden. Ja, ja. Wollen wir den anrufen? Nee, ich rufe ihn nicht hier in der Sendung an. Das würde er nicht mögen. Nee, das würde er nicht machen. Nein, nein, auf keinen Fall. Das würde er nicht gut finden. Aber ich rufe ihn auf jeden Fall gleich. Ja, auf Helge! Auf Helge! Okay, hat er verdient, Alter. Auf Helge! Auf Helge! Stell mal auf Twitter Fragen, ich guck jetzt mal nach. Auf Helge seine Felge! Auf Käsebrot! Auf Käsebrot? Baba Felge. Kennst du nicht Käsebrot? So, Anrufer oder so? Du bist Feinschmecker, du weißt nicht, wie die reden ja mal alle nicht.
Jetzt will der. Oh, sehr gerne, kommt. Ich kenne ja frag Sigi, wir müssen noch tatsächlich ein paar Anrufer noch machen. Hier, Leute, Twitter. Ich würde schon sagen, halbe Stunde gönnen wir uns noch. Dann haben wir 3 Stunden gemacht. Twittert mir. Hallo? Ed Falk Schacht twittert. Twittert Falk. Hallo? Twittert Ed Falk Schacht. Hallo, hör mal nur aufs Telefon, ja? Nicht auf deinen Rechner hören, nur aufs Telefon hören. Hallo, wer ist denn da? Ich bin die Nora und ich komme aus Marburg, Hessen. Aus Hessen, Nora aus Hessen. Der Bubble Nora, der Hessen. Genau. Die klingt mal jetzt wirklich aufgeweckt. Die ist wach. So, Nora, was können wir dir meine denn... Frage war, genau, erstmal Falk, ich bringe dir Tabasco mit. Warte, ich gebe dir Falk, der hört dich nicht, ich muss dir Falk geben. Hallo. Hallo Falk. Hallo, na? Ich bring dir ein bisschen Tabasco und ich krieg von dir ein bisschen Champagner. Hat sie gesagt, die findet dich süß, ey. Wie lange brauchst du, bis du hier bist? Weiß nicht, Viertelstunde? Viertelstunde. 20 Minuten, eine halbe Stunde, würde ich mal sagen, mit dem Fahrrad. Ja, du wohnst hier in der Nähe, ja? Du kommst zwar aus Hessen, nicht, aber du meinst, du wohnst in Berlin. Genau, ja. Okay, und wir babbeln ein bisschen, ja? Über Aschebecher. Ja, bring mal Zigaretten auch mit, dann ist okay. Achso, pass auf. Also, wir brauchen Zigaretten. Wer braucht noch was? Zigaretten, habe ich gehört? Eistee Zero. Okay, nimm mir jetzt die Adresse. Nein. Ja, genau. Ja. Die Adresse. Wird nur, dass ein paar andere Leute noch zuhören. Also pass auf, wenn du die Adresse selber rausfindest und in 20 Minuten hier bist mit Tabasco, dann kriegst du von mir eine ganze Flasche Champagner. Und Penis. Ja, pass auf. Nein, keine Penis, aber Champagner. Moe Penis. Ich sitze anscheinend über einem Chica-Restaurant, ne? Unter... Irgendwas, ist das was irgendwas Asiatisches? Kein Tabasco. Ja, ich warte auf Tabasco. Genau, aber ja, von mir. Ne, aber Tabasco, nicht irgendeinen anderen Rotz. McKilhenny Tabasco. Markenware. Markenware. Und auch nicht die grüne. Was hast du? Hast du nicht die grüne, auch nicht Chipotle, ich will die rote. Ja, richtig, die rote, hier links. Ja. Okay, ja, ey, du, wenn du hier bist in 20 Minuten, ich geb dir... 30 ist auch noch okay. Tomatensaft und Pfeffer, ich will euch Bloody Mary machen. Ja? Nein, ich will keine Bloody Mary machen. Ich will keine Bloody Mary machen. Aber ich geb dir schon die Bloody Mary. Ja, blutige Mary. Er macht sie auch blutig. Ja. Ich darf das leider öffentlich nicht nennen, offensichtlich. Die Adresse. Du musst das rausfinden. Wie Falk extra sie, was sagt. Nimmt doch ihre Nummer, wir rufen sie zurück. Rufen sie zurück? Sie soll Nummer geben, wir rufen sie an vom Handy dran, und... Desio nimmt deine Nummer auf. Machen wir das. Ja. Bis gleich. Voll Speicher, voll Handy. Desio. Nimm mal, Desio, du regulierst das jetzt mal hier. Nimm mal die Dame da ran und gib ihr mal deine Nummer. Sag aber, sie soll an die Ecke kommen. Ich hol Anrufer, ab. Anrufer. Aber ey, danke, wenn du wirklich kommst mit Tabak. Aber wir haben keine Ravioli. Ich hab kannst du Pizza mitbringen? Kannst du Pizza mitbringen noch? Ich habe so einen Bericht gesehen, wo Vanilla Ice erzählt hat, dass Shook Knight ihn vom Balkon halten wollte. Das wolltest du gerade sagen, ne? Der wollte ihn vom Balkon halten. Nicht wollte, er hat. Oder hat. Der Dings und hat gesagt, du unterschreibst das jetzt hier. Und ja, da ging es um, dass er die Rechte an irgendeinem Song, ich bin mir nicht sicher, es muss Ice Baby gewesen sein, weil es um viel Geld ging. Ja. Muss es Ice Baby gewesen sein. Und hat die Rechte an irgendeinen Typen unterschrieben. Ja. Ne? Wo es um 4 Millionen Dollar ging. Ein Producer namens Chocolate, der den Beat gemacht hat. Ja, aber er Mario, blablabla. Aber er hat den nie bezahlt und deswegen hat Shook Knight das eingetrieben. Ist so. Und das ist die Startkohle für Death Row Records. Aber warum, wie kommst du da jetzt drauf? Da hat Vanilla Ice hat ein Interview dazu gegeben und das gesagt, dass es so ist. Ne? Doch, jetzt gerade. Wo Shook Knight im Knast ist und Shook Knight wurde dazu aus dem Knast dann auch interviewt und so. Ja, bestimmt. Interessant, könnt ihr euch mal angucken, ne? Überhaupt die ganze Shook Knight Geschichte. Nicht geil, ja, die Geschichte. Auch was er dann zu diesem Straight Outta Compton Film sagt und so weiter, das ist alles sehr witzig. Ich habe das Amüsanteste, was nicht wirklich groß aufgeblasen ist, ist, dass Dr. Dre war mit einer Frau namens Michelle Lee zusammen. Transe. Langweilig. Keine Transe, nein, ist nicht langweilig. Schimpanse. Keine Transe, auch kein Schimpanse, aber sie hat eine Stimme wie eine 5-Jährige, wenn sie spricht, aber singt wie Mariah Carey. Ganz komisch. Egal, auf jeden Fall hat er mit der ein Kind, Marcellus heißt es, glaube ich, oder Marcel. Und dann haben die sich 96 getrennt, als er Death Row verlassen hat. Und danach ist Michelle Lee, diese Frau, mit Shook Knight zusammengekommen. Hat den 99 geheiratet und die haben ein Kind zusammen. Und das bedeutet, dass Dr. Dre und Shook Knight der Stiefvater des jeweils gegenseitigen Kindes sind. Und jetzt stell dir Folgendes vor, während Shook Knight also am Frühstückstisch mit seinem Stiefsohn von Dr. Dre sitzt,
hat er gleichzeitig danach jemanden angerufen und den losgeschickt, bei den Grammys den abzustechen, was dann Young Buck abgefangen hat. Erinnerst du dich noch? Ja. Bob Young Cuck. Das ist Gangster-Shit. Ey, erzähl Schwanz. Mal ganz kurz, du bringst auch ein Mixtape raus jetzt. Rouse. Yeah. I bring a Mixtape Rouse, and you know what's happening, man. This is Funkadelic, man, Funkadelic, the street cocktail, man. I have the C-Scott, the 6-4, straight from the 6-4 with Troop of the Dawn. You know what's happening, man. Trooper the Dawn. Ja, der hat ein Battle gegen mich gejudged, was ich verloren habe. Echt jetzt? Peace an Trooper the Dawn. Ist das Essen? Ah. Seid ihr die Tabasco? Habt ihr Tabasco? Und Tabasco? Habt ihr Tabasco? Ey, du musst, komm mal, hier, komm mal. Hier, nimm mal den Hocker hier und setz dich mal mit hier hin. Ja, gleich, bitte. Aber er hat Crushed Ice, Digga. Crushed Ice. Damit wir sehen, wer es ist. Wir können Sekt auf Eis oder? Jawoll! Boom, Crushed Ice! Yes, Chiki, jawoll. Schokolade. Alter. Auf die Headplatte bitte. Das ist für die Kiffer. Gib mir die Hand. Ey, nein, du musst dich hin. Setz dich mal bitte kurz hin, dass die Leute dich sehen. Da, die Kamera. Dass sie sehen, wer das gebracht hat. Ne? Leute, ne? Jimmy, ich weiß, ihr habt alle riesen Vorurteile und so, ne? Aber kannst du es regulieren? Manchmal muss man sein ein Buch nicht nach seinem Cover judgen. Die gibt's jetzt, ne? Dicker, aus deiner Privatschatulle? Oder? Von so einem Späti, keine Ahnung. Die gibt's Eis jetzt. Gibt's Eis, Eis, von Anne. Von Anne. Komm, lass uns gönnen. Ja klar, wird gegönnt. Kannst du nochmal anmachen, Toni? Reicht schon schön. Kein Problem, was machen wir? Mit Deckel, aber mach den Deckel auf und mach ihn wieder rauf. Ja, dann, das war mein Fehler vorhin. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Das ist der Trick. Ich höre, Nein. Ja, das war natürlich. Haben wir noch einen Anrufer? Auch hier? Komm mal kurz mit. Ey, herzlichen Glückwunsch zum Sieg bei Raab, Dicker. Herzlichen Glückwunsch. Wie hast du dich gefühlt? Danke. Hat er wirklich gewonnen? War sehr gut. Guck mal, wink mal in die Kamera. Guck mal in die Kamera. Yeah. Ernsthaft jetzt? Ja, ja, das ist Mark Forster. Kennst Glückwunsch. Ja, ich kenne ihn natürlich. Also so, aber ist er nicht, ne? Er sieht ihm sehr ähnlich, verdammt. Sehr, sehr ähnlich, deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es Fragen, Telefon, irgendwo? Ja. Oder auf Twitter hier, @FalkSchacht, twittert mal. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, ich würde wirklich gern was haben, wo ich den Champagner kalt stellen kann. Ja, können wir bitte ein Glas haben? Irgendein großes Gefäß. Mal so ein Ding, guck mal, da ist da nicht so ein Digga, guck dir mal an, nee, leg mal den. Ja, Mann! Nein, es geht doch. Ey, es gibt eine Sache, auf die freue ich mich so sehr, und das ist das Tony D Album. Unfassbar. Unfassbar. Tony! Ja? Wo ist dein Mikro? Achso, Rauschball. Wegen dem Eisglas. Ja, ja. Das war das gerade. Jetzt ein bisschen Wasser, dann wäre top eigentlich. Ja. Kann einer Wasser reinmachen, mal ganz ehrlich? Komm, habt euch nicht so. Jimmy! Genau, ein bisschen Wasser machen. Das ist gut. Meinen stelle ich auf jeden Fall auf Eis. Frank. Falk hat eine Frage von Twitter. Nee, ich versuche die noch zu verstehen, aber... Ach, zockt ihr da was oder warum auf Twitch, fragt Marco Ventura. Warum? Warum? Was will er damit sagen? Er schreibt, Falk, verzeihe ich auch, dass wenn er Habibdi. Sie mal für was anderes nutzt. Danke. Wenn er Twitch mal für was anderes nutzt. Der Pet-Detektor. Aber bei Twitch, weil er eigentlich gerade wissen wollte, wie es bei Super Mario weitergeht. Ja. Und einen Stream von jemandem gucken wollte, der Super Mario gerade durchspielt. Vielleicht ist Unge gerade nicht online. Könnte sein. Kennst du? Wer? Ja, Unge halt. Unge. Nee. Ungefickt. Ungefickt? Die sind alle ungefickt. Die Na Mann, dieser Mann heißt Unge. Ganz schön schlüpfrig heute, ne? Unge. Wirklich? Nein, ist doch egal. Ey, Mark Forster hat gestern übrigens Bundesvision Song Contest gewonnen. Glückwunsch nochmal. Danke. Boom, boom, boom. Stabilität. So.
Er kopiert ja seinen Style, mal ganz ehrlich. Sagst du? Auf jeden Fall. Respekt, Alter. Ey. Da waren viele Gegner. Nein, Gegner. Hier mein. Sehr gut. Ja, Anruf hier. Ach, die der Typ weg. Da drüben, SDK, ne? Ja. Das ist der, der jetzt der das neueste Signing ist. Das ist übrigens Ades. Der ist die Nummer 1 auf dem Label, ne? Und das Album kommt bald. Single fertig, alles fertig, ne? Wir arbeiten nur noch. Ne? Ich will nicht zu viel sagen, ne? Aber kein Rapper, ne? Ihr müsst nicht jetzt denken, ne? Das ist ein Rapper, der ist ein Sänger. Kein Soul-Sänger, der ist ein Sänger, ne? Ein sehr guter Sänger. Echt? Du singst? Ja. Was singst du? Deutsch? Musik. Deutsch? Ja. R&B. Nein. Auf dem Album? Ey, Falk hat voll Vorurteile, nur weil ich schwarz bin. Ja, und dann räumen die aus. Ja, Pop. Pop? Das ist Popmusik. Was für Pop? Deutschen Pop. Nenn mal, was dein Lieblings-Pop-Act? Aber das hat nichts mit seiner Musik. Das hat ja nicht mit meiner Musik zu tun. Okay. Also, du musst es einfach hören, Falk, du kommst vorbei und hörst dir das. Zum Beispiel, wenn das Album fertig ist. Der ist auch als Hip-Hop. Gerne. Auf dem Album. Ich hör mehr Nicht-Hip-Hop-Musik als Hip-Hop-Musik. Okay, bye bye. Der letzte Song auf dem Album, da singt er die. Ich sag ja schon mal, ich will Feature mit dir. Ah, du, einfach so. Du machst es gut. Boom, bidi, bye bye. Ja, da singt er den. Ich komme auf den Album. Und? Ist es eine Inspiration durch Cypress Hill oder nicht? Yes, it is. Dicker, du bist wirklich schlau, ne? Wieso bin ich schlau? Na, weil die meisten Leute einfach Bumbidi Bai lesen und das nicht verstehen. Bumbidi Bai Bai lesen und das nicht so richtig verstehen. Ich glaube, die jungen Leute werden das nicht verstehen. Nö. Ne? Macht ja nichts. Verstehst du das, ne? Aber du hast auch Kora zitiert. Und dass du mich auch drauf ansprichst, das wäre eine Sache gewesen, die hätte ich niemals einfach so gesagt. Ne? Aber natürlich ist es gut, dass die Leute das. Digga, kannst du mitpissen dass, für wenn mich? Wenn du mich darauf ansprichst, deswegen mache ich Interviews mit dir. Ne? Aber du hast ja auch Kora zitiert, aber alle werden denken, dass du. Ein Liter mindestens, sag ich. Dass du Casper zitiert hast. Oder mich selber nochmal, ich habe schon mal gesagt auf einem Song. Das ist so krass, Kora hat sich ja super darüber aufgeregt, weil es gibt ja Leute, die sich das tätowieren lassen und dann sie anmachen, dass sie die Zeile von Casper klaut. Ach so. Völlig verrückt. Aber ganz ehrlich, nein, aus Kora mit Mund ist und so Originator so von. Es wäre nie so, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Hast du Kora damals gehört? Ich bin ein Schlüsselkind. Nur den Song. Ich schwöre, diesen Song. Ich habe mein erster Hip-Hop war neben Cypress Hill, Ice Cube und so. Damals Stieber Twins, Kora E. Die Beats. Das habe ich beides gehört. Aus der Stube. Der aber ich kam aus dem Graffiti und das hat einfach. Das war einfach mein Ding. Krass, auch, ne? So super krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Wow. Alleine der Beat von Schlüsselkind, unfassbar. Wenn ihr. Ne? Also alle Leute, die so neu an Hip-Hop gekommen sind, damit meine ich auch Jimmy Blue. Wie war die Hook nochmal? Hört euch unbedingt mal. Ich wäre nicht das, was ich bin, denn es damals nicht gewesen. Wie es war. Ein Schlüsselkind von Kora E. Jetzt kommt diese. Auf Kora E. Auf. Auch wenn sie jetzt mit über 50 irgendwo an der Kasse sitzt. Nein, das stimmt gar nicht. Nein? Was macht sie gerade? Sie ist, soweit ich weiß, immer noch Krankenschwester in einem. Krankenschwester, gute Sache. Ich feiere Krankenschwester, gleich gibt's Königsberger Klopse für Fall. Das wird eine 4-Stunden-Sendung. Wie schlagt den Grab? Wer wird wohl gewinnen, meine Damen und Herren? Wir sind gerade bei 50-50. Alles ist noch drin. Gleich kommt Elton im roten Anzug und macht dieses komische Quiz. Wir können wirklich einen Quiz machen. Guck mal, ich glaube, der ist echt kalt. Ey, Twitter geht jetzt auch wieder. Übrigens, der Russe. Kannst du mal kurz in die Kamera, nur mal gucken. Einmal in die Kamera gucken. Der da. Einmal für der Russe, den musst du auch interviewen müssen, ne? Weil der hat einen Deal bei Universal jetzt. Warum? Album gemacht. Warum? Album gemacht, Rapper. Was machst du da? Dicker Rapper, Dicker. Rap mal. Der hat sogar ein Feature mit Olex Sesh, Dicker. Rap mal. Nein, nicht rappen, Dicker. Rap nix! Behalte es geheim, Dicker. Kannst du rappen? Ja klar kann er. Zeig. Ja, dir bei Universal. Wenn du mich zeigst, bist du soft. So wie du, oder? Nein, noch softer. Dicker, mach Dings. Mach deinen Hit. Hast du einen Hit? Ja, der heißt Fick deine Mutter. Fick deine Mutter? Aber heißt er wirklich? Heißt er wirklich, ne? Nein, ich glaub ihm das, Der Russe! YouTube? Nee, Universal, Dicker. Ohne Spaß, Universal Deal, Dicker. Die was? Geben noch Verträge raus? Sigi wollte ihn auch sein, aber er hat Nein gesagt. Dicker, wollte nicht hier Underground bei mir versteh sein, ich, Dicker. Verstehe ich. Was ist das? Ne? Der kriegst übrigens was ab von meinem kleinen Champagner. Von wem? Von dir. Gibt's noch eine Frage, Telefon, irgendwas? Oder hier. So, die Leute sind einfach schockiert. Die sind einfach nur schockiert. Also, ich habe hier Zuschauer haben wir noch? Ich habe hier Fragen. Also die Frage ist, Mark Forster, ob du Rainer Maria Rilke bist. Kennt den jemand hier? Nein. Rilke, den Schriftsteller? Ja. Ich kenn ihn. Hast du das gedacht? Sag mal ehrlich jetzt. Du, der ist Weinsommelier, hallo? Na klar.
Achso, bist du auch Wassersommelier? Gibt auch, ne? Nee, weißt du, das bin ich nicht. Findest du es gibt ein Unternehmen in Berlin, das heißt Wine and Waters. Und die haben wirklich ein Wassersommelier. Die vertreiben 60 verschiedene Wasser. Genau, es gibt nämlich so Eisbergwasser und so einen Scheiß. Das Wasser, aus dem der Wodka gemacht wird, übrigens, ist aus der eigenen Quelle von dem Typen, der auch die Felder hat. Eine eigene Bergquelle und das ist eine Granitquelle. Granit hat nicht so viel Kalk. Ne? Wir sind bei einem Prozentgrad von 2, wobei eine normale Quelle so um die 28 hat. Aber bei einer Granitquelle ist der Kalkgehalt sehr gering, sehr, sehr gering. Also dieses Wasser, mit dem dieser Wodka gemacht wurde, hat einen sehr gering bis zu einem nicht spürbaren Kalkgehalt. Ja. Ja, das ist so. Es ist jetzt so. Wisst das ihr, macht diesen Wasser, nein, das Geschmack so weich. Jetzt wisst ihr, also er ist wirklich weich und jetzt wisst ihr, womit sich Sido und seine Freizeit... Und das ist kein Scheiß, den ich erzähle. Ich weiß, dass du keinen Scheiß erzählst. Ich habe mich da sehr für interessiert, was wir da gerade machen. Ich mache nicht einfach irgendeinen Scheiß. Deswegen habe ich auch nur einen Tattoo-Laden und eine Wodka-Firma. Das ist Sachen. Aber du machst jetzt auch Disco. Und Disco, das... Ne? Da muss ich gar nichts zu sagen. Ne? Und übrigens ist die Disco in einer ehemaligen Schule. Ich muss nichts weiter sagen. Tschüss. Was will ich damit sagen? Alex Sesh, ich habe hier eine Frage von Twitter. Welche YouTube-Verschwörungsvideos soll man noch gucken? Er will sich reinziehen. Deshalb Iljo. Zeitgeist. Zeitgeist ist alt. Aber ist ganz gut. Wenn er sagt, ist alt. Collapse ist ganz gut zum Anfang. Zeitgeist, Collapse, ganz gut zum Anfang. Dann alles von Erich von Däniken. Götterdämmerung von Erich von Däniken. Und der Graf von Saint-Germain. Über den sollte man sich auch ein bisschen informieren, finde ich. Ne? Habe ich dich überrumpelt gerade? Kennst du den nicht? Kennst du Saint-Germain, den Holunderblüten-Sirup? Nein, aber der Graf von Saint-Germain. Über den sollte man sich ein bisschen informieren. Ein bisschen. Natürlich Paris. Über Freimaurer, Illuminaten, den ganzen Kram sollte man gesehen haben. Rothschilds, ne? Rockefellers, das sind so Sachen, über die man sich ein bisschen informieren sollte. Aber es gibt einmal, es gibt einmal die hohle Erde. Digga, es kocht die hohle Erde. Kennst du die Theorie? Das ist eine ganz andere Theorie. Hast du ein Mic? Kurze Frage, habt ihr euch alle schon im Fernsehshop auch eure Aluhüte bestellt? Ich habe einen Kühlschrank, ich setze mich einfach rein. Digga, wer von uns klebt seine Kamera im Laptop zu? Wer von uns beide macht das? Wer hat kein WhatsApp? Ja, aber dann erklär kurz. Wer hat kein iPhone, sondern so ein komisches kurz, Telefon? Warum? Die NSA, warum Motherfucker. Ich hatte bis vor kurzem ja auch noch Nokia 1613, weil ich noch getickt habe. Aber was ist mit deinem. Warum klebst du dein. Heute legt er mal. Shut the fuck up! Warum hast du deine Kamera nicht abgeklebt? Ich habe keine Angst. Und? Nein. Er braucht die Peniscam. Du willst das hören, was ich vorhin gesagt habe, ne? Was die eigentliche Begründung ist? Mich macht es ein bisschen geil, wenn ich glaube, dass ich beim Wichsen beobachtet werden könnte. Sag ich doch, er braucht die Peniscam, Alter. Die Body ist leer. Der Body ist leer? Der ist so verdammt gut, Alter. Der ist gut? Der Body. Der Wodka. Body reden. Ja. Den Wodka kriegt man übrigens auf Kabum mit Doppel-M. K-A-B-U-M-M minus Wodka mit V.de. Und ungefähr ab nächste Woche kann man ihn vorbestellen. Ab 1. Oktober liefern wir aus. Definitiv. Ne? Er wird dann durchs Fenster geschmissen von der DHL. Achso, übrigens das Album hier. Achso. Nein, DHL schickt eine Postkarte und sagt dir, wenn du durch das Fenster geschmissen haben möchtest, frag deinen Nachbarn. Dieses Album hier vor nächsten Freitag. Ey, hier, Jimmy Deins. Digga! Was mach denn? Unsere Königsberger Klopse. Bitte kein Internet, bitte, ne? Das Internet on lock, bitte ständig on lock. Mach bitte hier bei Falk was in seine Schüssel. Ein Mütze mit dem Porto Formaggi. Ey, Desio ist schlimm. Desio, warte, die anderen jetzt sind, Falk. Desio ist schlimm. Nee, warte, ich mach so. Desio ist schlimm, dass wir das überkochen. Du machst die runter, ja. Ist dir egal? Bravo. Warten Sie bitte. Gut, also wenn wir schon über so ekelhafte Sachen gesprochen haben, möchte ich kurz noch eine kleine Anekdote aus meinem früheren Leben schildern. Mir hat Nico von KIZ mal einen Link zu einem ziemlich ekelhaften Video geschickt auf der Plattform BeastTube. Und das Beast ist ja das Tier.
Und wenn ihr das jetzt ein bisschen zusammenbaut, dann könnt ihr euch vielleicht schon selber denken, was, um was es auf dieser Webseite ging. Die um Pferde und so. Ja, aber er hat mir Video geschickt von Delfinen und Pfleger. Und ja, genau, aber gibt die Seite, gibt wohl nicht mehr so, aber ja, so viel zu abgeklebten Kameras an Handys und so. Einen Käfer ficken? Käfer? Hast du schon mal probiert? Oder wenn du so einen kleinen Aufgang kriegst. War das jetzt unruhig? Digga, trink doch mal hier einen schönen kalten. Gib mal dein Glas. Kein Digga, da geht auch. Käfer. Falk, du bist auf jeden Fall sehr, sehr weit. Alter Schiede. Was immer du damit sagen willst, aber gönn dir. Die nächste Geld hier. Gang Käferfuck. Es gibt auch so Videos von Käfern, wo die zu fünft ficken. Scheiße, Bruder, ich hab's gesehen. Ich hab auch gesehen, wie ein LKW-Fahrer eine Blondine ins Gesicht scheißt. Ich glaube, ich gehe mal auf Toilette. Und sie hat's genossen. Auf dir. Aber du glaubst auch an Reptiloiden, also. Nee, Bruder, du musst es sehen. Ey, keiner rührt meinen Champagner an, ja? Nee, Falk, ohne Scheiß, Digga. Ja, genau so. Genau. Alter, jetzt fängt's an hier, Alter. Marc! So langsam wird's hier alles Trubel, Alter. Aber die sehen perfekt aus, super gerollt. Ey, wo ist denn die Toilette? Wo ist die Toilette? Akkurat. Oh, nee, ich setz mich hier. Jetzt ruft mich hier jemand an. Na, lass doch mal mit denen reden. Ja? Lautsprecher. Hallo? Aber Lautsprecher. Ja? Hallo? Talk to me. Kack dich ein, Dicke. Talk to me. Sag was. Trau dich. Guck mal, wir machen jetzt noch ein paar Anrufer. Wir haben jetzt nicht nur noch eine Viertelstunde. Ne? Dann haben wir. Wie lange haben wir da gemacht? 4 Stunden fast. Was los? Oder? Nee, 3. Warte mal, doch. 3? Ey, nicht mehr einfach auf den Gang pissen, Dicker. Wo haben wir angefangen? Wir könnten eigentlich noch länger machen. Ich find's geil. Ja. Weißt du, wie heißt diese Sendung hier? Ey, ich rutsch immer tiefer. wie heißt denn diese Sendung hier? Schlag den Raab, geht 4 Stunden. Wir haben jetzt 3 gemacht. Da haben wir uns nicht so, ne? Jimmy ist gerade noch gekommen, der muss auch noch ein paar Fragen beantworten hier. Falk ist da? Doch, doch, Dicker. Heute wird's investigativ. Nee. Dicker. Falk hat sich ein paar Fragen überlegt, Dicker. Die werden dich richtig auseinandernehmen. Sind die, heute, sind die aus deiner... Die Königsberger Klopse sind aus deiner... Privatsammlung. Ja, okay. Die ist so auch dann so mäßig, so sonntagmäßig so. Dicker, wollen wir noch Anrufer machen, Hashim? Hashim, eigentlich musst du auch noch... Falk hat 100 pro Fragen an dich. Ich habe übrigens eine NPC Renaissance bekommen heute. Warum ich nicht? Akai. Ruf mal an, ist doch besser. Akai. Ich bin Sido. Wozu? Ich habe eine NPC Renaissance. Warum? Guck mal, ich habe jetzt Werbung gemacht. Ja, aber warum? Warte, halt mal deine Schnauze kurz. Ist nur zu deinem Besten. Hallo Akai. Die Firma, die NPC herstellt. Das beste Produktionsgerät für Hip-Hop-Musik. Ich habe seit dem heutigen Tage eine NPC Renaissance. Es ist das beste Gerät, das momentan auf dem Markt ist, um Hip-Hop-Musik zu produzieren. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Soll sich jeder sein Teil denken. Können wir nochmal? Käthe? Können wir nochmal bei AK anrufen, wegen hier Dings? Wegen NPC für Falk? So, Falk. Ich hab das geklärt für dich, ne? Hättest du jetzt was gesagt, hättest du verkackt. Ist so, Dicker. Gönn dir, Bruder. Bleib sitzen. Wie bitte? Wärst einfach sitzen geblieben. Wolltest du so einen lieber nehmen hier, der Hocker? Dicker, warte, sitz auf meiner CD. So ist gut. Dann bleib sitzen. Ey, haben wir noch einen Anrufer? Warte, gleich gucken. Toni geht dran. Ich hab gesagt, Irrenhaus hier heute. Irrenhaus. Dicker, aber ich... Killer, Falk, was sagst du denn? Du kennst dich doch aus mit Medien. Du bist doch ein Medienmogul. Ist sowas vertretbar? Hä? Keine Zeit. Falk. Ein paar Kartoffeln wären noch sehr geil. Ich merke schon, du bist auch Gourmet.
Hallo? Hier ist Frag Siggi. Bei Falk. Jesu, mach doch mal. Gib mal eine Zigarette. Hallo, hier ist Frag Siggi. Bitte sprich mit uns. Sag was. Hallo? Ja, wir hören dich. Die sollen aufs Telefon hören, nicht auf den Rechner. Du sollst aufs Telefon hören, nicht auf den Laptop. Ja, ja, ich höre am Telefon. Super. Hast du eine Frage? Auch noch eine, ja. Der reicht erstmal, ne? Erstmal muss ich sagen, überragende Sendung. Ihr könnt noch Stunden hier machen. Machen wir noch, eine Stunde machen wir noch. Nee, aber dann holen wir noch Champagner. Die Themen fand ich auch überragend, mit Reptiloiden und so. Echt geil, dass ihr das abcheckt und so, ihr wisst Bescheid. Oleg Sesh freut sich gerade. Bruder, Google. Ne? Oleg Sesh darf sich freuen, Google, ja. Google, was hat er gesagt? Er hat wie Reptilien gesagt, dass da Action drin ist. Ich schwör auf meine Mutter, wenn du das hörst, Bruder. Gib ihm Mikrofon, bitte. Wo ist Mikrofon? Ne, ist okay, ich übersetze. Achso, ich bin selber nicht Bruder, verkabelt. Gibt es ein bei YouTube, Obama Security. Reptil, gib das nur einfach ein und ich schwöre dir, dein Leben wird sich verändern in 0, nichts. Nein, gib's einfach nur ein. Hey, aber ganz ehrlich, lass ihn mal reden. Ich fand ihn sehr interessant. Meine Leute, wir glauben okay, daran, glaub okay. Mir, wir glauben sprich daran. Sprich mal weiter. Sprich, lass ihn mal reden. Sehr interessant. Sag was? Ja, ja, ich bin. Jetzt höre ich euch wieder. Sehr gut. Okay, sag also, nochmal was. Also. Ich habe eine Frage. Ja, Frage. Ich habe eine Frage und zwar hätte ich auch gerne von Siggi eine Aufgabe. Ich bin in Heilbronn und in Nürnberg auf dem Konzert. Okay. In beiden Konzerten? Ja. Ja? Okay, pass auf. Du stehst oben ohne. Hör mir zu. Ohne. Du stehst oben ohne und hast mit schwarzem Klebeband ein Kreuz auf deinen linken Nippel geklebt. Sehr gut. Okay, gut? Okay. Sehr gut. Gut? So ein Kreuz oder Christus? VI auf der Glatze. Eine Glatze mit VI drauf? Mit VI, er den draufgeschrieben, ja. Dann machst du nur so, dann siehst du hast du eine Glatze? Hast du Haare oder Glatze? Kurze Haare, aber mir wird mit Cap wird, ich verstehe dich kaum, aber mit Cap wird mir nachgesagt, warum verstehst du mich kaum? Dass ich aussehe wie du. Telefon ist ein bisschen alt, ne? Smartphone, Dicker, wir sind aus den Zeiten raus, ne? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ey, du musst auf dein Telefon hören, nicht auf deinen Rechner, ne? Nur auf dein Telefon hören. Ja, ja, ich habe nur das Telefon. Gut. Mir wird oft gesagt, dass ich aussehe wie du. Ja, siehst du, du siehst 100 Pro aus wie ich, Dicker. 100 Pro. Du hattest sogar schon ein Foto von Klaas geschickt bekommen. Ey, ich kenne dich. Ich kenne ihn wirklich. Der sieht wirklich aus, der sieht krass aus wie ich. Ne? Aber Siggi, erinnerst du dich noch an den Typen, den wir mal in Nico 90. In Spandau? Der Typ, der sieht auch, der hat ja auch die Tattoos wie ich. Hast du auch Tattoos wie ich? Nee, noch keine Tattoos. Ja, es gibt aber auch einen Typen, der tatsächlich auch meine Tattoos nachgemacht hat. Boah, das ist eine krasse Aktion, ja. Egal. Ich weiß aber genau, wer du bist. Klaas hat mir das Foto geschickt, weil ich habe Klaas auch mal ein Foto von einem Doppelgänger von ihm geschickt. Ich weiß, Klaas hat es mir erzählt, ja, ja. Genau, ja. Soße? Also, ja, ich kenne auf jeden Fall das Foto, ne? Ja, du siehst mir sehr ähnlich. Ich glaube, ich werde dich erkennen. Trotzdem möchte ich, wenn du einen Jägermeister haben möchtest. Ich werde dich erkennen, ist auch geil. Dann musst du oben ohne stehen und dein linker Nippel muss mit schwarzem Tesafilm ein Kreuz drauf haben. Mach ich. Und ich glaube, das machen. Dann gibt's Jägermeister Flatrate, Dicker. Das machen keine 10 anderen. Flatrate. Flatrate. Okay? X-Faktor. Wo bist du nochmal? In welchen Städten? Heilbronn und Nürnberg. Heilbronn und Nürnberg. Hast du was zu trinken? Wie heißt du überhaupt? Wie heißt du? Daniel heiße ich. Daniel, wir trinken jetzt ein. Alle zusammen. Yeah. Alle zusammen. Prost. Prost, Jungs. Wo ist denn eigentlich meine Flasche? Die habe ich jetzt auch kalt gestellt. Okay. Alter. Ja, lasst es euch schmecken. Ach, ich krieg nur noch Glas. Ja. Ja, natürlich. Jetzt trinken wir noch Gläser. Du auch. Kein Problem. Wie heißt du nochmal? Daniel? Daniel. Daniel, wir sehen uns in, wo nochmal? Heilbronn. Heilbronn und Nürnberg. Und Nürnberg. Dicker, da wird so auseinandergenommen. Und wenn du deinen Nippel nicht zugeklebt hast mit einem X, dann gibt's keinen Jägermeister. Safe werde ich tun. Da musst du, wie er hier, der feine Schickimicki-Johnny, hier, ne? Der Etepetete Peter, ne? Musst du mit Rosé-Champagner auskommen. Ey, nix gegen Rosé-Champagner. Nein, kalter Rosé-Champagner ist okay. Das wäre zu krass. Schau mal. Und Rosé ist Champagner ohne Königsberger Klopse gemischt, ist auch okay. Also, ey, Daniel, ne? Wir sehen uns. Daniel! Alles klar, wir sind. Peace out to the brain und so. Ne? Hier sind Kartoffeln. Alles klar. Macht es gut, bis demnächst. So, ja, Renn gut. Was sagst du denn zu der Sendung bis jetzt? Sollten wir aufhören oder ist das okay für die Menschen?
Sag mal, wie viele Leute sind noch dabei? Wir machen schon 3 Stunden jetzt. Wie viele Leute? Ist doch scheißegal, wie lange wir machen. Wie viele Leute gucken zu? 1800. Ja, ist doch. Aber bei 1800 ist schon gut. Man könnte. Jetzt gucken insgesamt. 4 Sendungen draus machen. Die nächste Woche jeden Tag eine Stunde kommen lassen. Würde das klappen, Haschi? Jede Woche, jeden Tag eine Stunde online stellen? Red mal! Wir machen jetzt hier Marketing live vor der Kamera. Da würde ich gehen. Dann machen wir das so. Und wir schneiden die letzte Stunde weg, wenn die zu beschissen war. Oder? Wie viele Leute gucken jetzt zu? 1800 Leute. Wie viele gucken jetzt zu? Falk holt sich heute Nacht einen runter. Das ist gut. Was? Ja, das ist gut. 85.000. Nein, jetzt in dieser Sekunde. Ja, jetzt. Fuck you. Wie viel gucken jetzt zu? Digga, weiß ich doch nicht mal, Alter. Mann, Alter, deine ganze Aufgabe besteht aus nichts mehr als das. 796. Na, also ist doch gut. Digga, ist doch super für die Uhrzeit am Samstag. Was willst du denn? Sonntag. Du bist nicht voll jetzt, oder was? Ey, ganz schön pumpig hier, der Herr! Die gucken ja auch von Anfang an zu. Jeder Tag ist Wochenende. Ja. Na, nur 2 Tage. Party. Noch ein Anrufer, bitte. Jimmy, möchtest du noch was? Ein paar gerne Anrufe, gerne. Jimmy, hey, möchtest du noch was? Hast du noch eine Frage? Hast du bitte... Zwei Fragen. Toni geht dran. Obama Security. Jawohl, Alter. Guck auf seinen Kiefer. Guck auf seinen Kiefer. Erkennt ihr es? Schau ihn. Oh, ich kenne ihn. Hallo. Keiner da. Warte. Hallo. Alles cool bei euch? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Er soll nur auf Dings hören, Telefon. Darf ich mit ihm reden? Ja, er soll nur auf Telefon hören. Nur auf Telefon hören, auf mich. Tobi also aus Stuttgart. Nicht auf seinen Rechner. Warte mal, hört ihr noch? Ja. Nochmal. Hier ist Tobi. Tobi. Ja, genau, aus Stuttgart. Aus Stuttgart, ja, kenne ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Nee, hey, cool, dass ich dran habe, auf jeden Fall. Cool. Sehr okay. Ich habe mal eine Frage. Ja. Und zwar macht ihr mal wieder was mit Frauenarzt und Moneymark. So trackmäßig. Ganz ehrlich, mit Frauenarzt kommt eigentlich bei mir jederzeit in Betracht. Nach wie vor Arzt Nummer 1. Kann gut sein. Okay, gut. Ich hatte sogar vor, jetzt für mein Album auch noch einen Song mit ihm zu machen. Wie es jetzt bei den anderen aussieht, weiß ich nicht. Ja, bei mir auch. Bei dir auch? Auf dem letzten Album war er ja. Ja. Ich auch. Ja. Also ganz ehrlich, sagt ihr, Frauenarzt nach wie vor in unserem Herz. Überhaupt. Bassbox. Bassbox. So sieht's aus. Das ist Hip-Hop, Alter. Ding, ich hab noch eine Frage an Sido. Ja. Und zwar, der kommt dann in die Porsche Arena. Ich geb dich mal weiter. Nee, frag du mich die okay. Frage. Nochmal, wohin Porsche Arena? Deswegen wurde er weitergegeben. Okay, und du wolltest auch einen Jägermeister mit ihm trinken, oder was? Hallo, wer ist jetzt dran? Immer noch Toni. Immer noch Toni. Ach, Toni? Ja? Ja, nee. Nach wie vor. Toni! Ja! Genau, ich wollte kurz Fido was fragen. Ja, frag, ich reich weiter. Er möchte mit dir aber nicht reden. Ja, sag. Also, Fido, du kommst ja in die Porsche Arena nach Stuttgart. Ja. Ja. Und wir haben so coole Jacken am Start. Stopp. Ja, also da haben die Atzen schon drauf unterschrieben. Frauenarzt, Moneymark, okay. Carry One. Welche Farbe haben diese Jacke? Ja, hier aus Reinickendorf. Nee, welche Farbe hat die Jacke? Duck und Carry. Welche Farbe hat die Jacke? Grün, Jacke schwarz? Hat schwarz-weiß. Schwarz-weiß, okay. Und mit was für einer Farbe haben sie drauf unterschrieben? Mit Weiß. Mit Weiß, das ist gut. Also so ein Lackstift, ne? Mit Weiß auf Schwarz mit, aber auch mit Weiß. Mit Weiß auf Schwarz. Ja, genau. Okay, bringt ihr den Stift und, mit? Auch. Und wir haben jetzt eine Frage, ob Sido das irgendwie unterschreiben könnte. Erste Reihe, oder? Ganz ehrlich, Sido ist an sich ein korrekter Typ. Ich könnte mir das gut vorstellen. Das sollte er wirklich mal direkt mit dir klären. Ich rechne dich mal weiter, ja? Wen haben wir denn da? Wo ist die Geschäftin? Wen haben wir denn da? Tobias. Tobi aus Stuttgart. Tobi? Ja, hallo, genau. Tobi. Ja, und zwar habe ich eine Frage. Du kommst ja nach Stuttgart. Ja. In die Porsche Arena. Genau. Ja. Ja. Und ja. Ja. Wir wollten unsere Jacken da mitbringen und dass du die unterschreibst. Die Jacken? Warum unterschreibst du Jacken? Ich unterschreibe die Jacken. Ja, da hat auch Frauenarzt, Moneymark, Carry One. Haben die in Mallorca unterschrieben oder in Deutschland? Hacke, richtig Hacke, Digga. Nee, hier in Stuttgart. In Stuttgart. Fuck you. Im LKA waren die wahrscheinlich, ne? Ja, genau, im LKA.
Ich muss kurz. Gut, er weiß. Mut. Er weiß. Und es wäre schon cool. Warte mal, wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? Ruhe jetzt, hier, hier geht's uns zu klären wieder. Ich muss einen Plan machen. Ruhe. Mit Tobi. Tobi! Ja. Tobi, ich muss kurz einen Plan machen mit dir, ne? Du willst ja deine Jacke unterschrieben haben. Du musst in die erste Reihe. Das musst du schon mal schaffen. Oh, das wird schwer. Was? Nee. Weißt du, wie das funktioniert? Ich meine, ich könnte auch Moneymark anrufen und so, aber ja. Nee. Du musst einen Tag vorher, bevor wir in Stuttgart sind, in der Porsche Arena, mit einem Zelt, am besten zwei Mann, dann sparst du Geld, dann kann nämlich dein Kumpel mit in dein Zelt. Vor der Porsche Arena müsst ihr euer Zelt aufschlagen. Am besten habt ihr ein Lagerfeuer dabei, denn es könnte kalt werden im November, Dezember. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Am besten vor dem Eingang, oder? Am besten vor dem Eingang. Zwei Russen. Zwei Russen mit Pelzmütze. Genau, ja. Mit Pelzmütze, über die Ohren so. Über die Ohren. Und nicht zu. Also nicht zu, sondern die Ohren hängen runter. Genau. Ja, die Ohren hängen runter von der Pelzmütze. Ja. Die müsst ihr mitnehmen und euch campen. Okay. Vor Porsche Arena campen. Ja? Und dann. Alter. Ey, Sigi Schäfchen erklärt euch die Welt. Wollt ihr erklärt haben oder nicht jetzt? Ja, natürlich, klar. Okay, dann hör mir zu. Du wirst mit deinem Zelt, Zweimann-Zelt, weil dann kannst du mit deinem Kumpel Geld sparen. Ihr teilt euch das Zelt. Vor der Porsche Arena Zelt. Und es ist ganz normal in Justin Bieber Kreisen. Ja? Bei Tokyo Hotel haben alle davor gezelt. Alle 10.000 Leute haben einen Tag. Warum kann das bei Sido nicht mal sein? Warum? Was ist da los? Dicker, Legende. Legende, Dicker. Ja. Geschichte, wenn du das Geschichte Dicker. Darüber. Vergangenheit. Dicker. Da kann man auch mal vorzelten. Ne? Und dann stehst du in der ersten Reihe. Ja? Dann wirst du in der ersten Reihe stehen. Ihr alle habt diese schwarz-weiße Jacke an. Und auf dieser Jacke vorne ist ein Moneymark. Was? BC steht vorne auf der Jacke drauf. Für Berlin Crime. Genau, richtig. Steht da auch TMR drauf? Nee, vorne drauf. Okay, dann müssen wir noch für ein TMR-Autogramm sorgen. Sido, du bist offiziell aufgenommen in TMR. Was machst du denn? Sido ist neueste TMR-Member. Hey. Dicker, danke. Danke dir. Danke dir. Habt ihr gehört? Der kommt ja auch im Oktober. Warte mal bitte. Ich bin TMR-Member. Ich werde dir ein TMR-Autogramm neben das BC auf deine Jacke machen. Ja? Auf jeden Fall, das will ich sehen. Und wir kriegen das hin. Ihr müsst nur in der ersten Reihe sein. Und dafür müsst ihr zelten. Diesen Cheto aufgenommen. Okay. Ja? Zelten. Es gibt ganz gute Zelte. Manchmal gibt es, wenn ihr früh genug morgens bei Lidl seid, da gibt es manchmal Angebote. Zwischen den Gemüse und den Pastasoßen gibt es manchmal Angebote. Da gibt es auch Zelte. Müsst ihr zuschlagen, schnell. Dann könnt ihr vor der Porsche Arena zelten, ne? Und ganz vorne in der ersten Reihe stehen. Und dann gibt es Autogramm. Und zum Autogramm dazu noch eine Jägermeister-Flatrate. Flatrate. Jawohl. Flatrate. Lass eine Flatrate. Hör dir das mal an. Für Jägermeister wird es geben. Also, ich sehe euch in euren schwarz-weißen Jacken in der Porsche Arena in Stuttgart. Und alle anderen, die noch kommen wollen, die Tickets gibt es übrigens bei Eventim gerade. Ne? Nicht mehr viele, aber gibt noch Tickets bei Eventim. Ja, Digga, ganz ehrlich. Keine Zeit. Das kannst du auflegen. Daniel, wir sehen uns. Ne? Haust rein. Peace. Pass, ja, ich wünsche euch Grüße. Grüße nach Berlin. Er wünscht uns Grüße. Viele Grüße zurück nach Stuttgart. 100% Artenstyle. Jawohl. Einen AMK. Einen. Ja. Der war doch nett. Der war nett, ja. Aber hey, war das jetzt realistisch? Kriegen die das hin? Genug Strom? Zelten weiß ich nicht. Zelten, die klangen ein bisschen nach Stuttgart. Und in Stuttgart, da zelten nicht so gerne. Nee, da zelten die nicht. Die würden sich lieber eine Wohnung kaufen neben der Halle, wo wir auftreten. um einen Tag vorher da zu sein. Das ist so eher Stuttgart-Style. Nicht nur eine Wohnung, die würden das ganze Haus kaufen. Die Wohnungen darunter, alle vermieten, vorher von Polen renovieren. Ganz ehrlich, hier, meine Ehrengäste, wollt ihr auch einen Schluck? Ey, was ist los? Nee. Jimmy, du musst aber auch mal jetzt hier eintreten. Ja, Bier. Na gut. Aber dann stoß an mit uns. Dann stoß an. Der Wodka ist leider alle. Vielleicht macht Sigi noch einen auf. Gibt's Anrufer? War doch eben verlassen, Digga. Ja, aber das ist doch hier, fragt Sigi. Und eigentlich, oh.
hat geklingelt. Falk! Sorry. Du hast noch, ne? Gut, sehr gut. Jimmy, wie lief eigentlich? Doch, geh mal ran, Falk! Bist du jetzt Moderator oder nicht hier? Was ist los? Kannst doch nicht hier umsonst die ganze Zeit Königsberger Klopse fressen. Dicker, du hast gesagt, du moderiert da. Frag Sigi, Toni, der Match am Apparat. Hallo? Hallo? Redet wieder keiner? Können Sie wenigstens ein bisschen stöhnen? Nein? Okay, tschüss. Nochmal, nächster Anrufer. Nächster! Da dran ist. Motherfucker! Du hast doch noch eine Frage da von Twitter. Gleich. Haben wir noch hier Dings? Chatfragen oder Social Network? Social. Er könnte mal eine Putzfrau anrufen, ein bisschen aufräumen hier. Das ist ja. Falk klärt gerade noch. Was ist mit deinem Booty Call hier? Ja, er liest gerade. Nein, deine Dings. Du hast doch hier eine hergestellt in 20 Minuten. Sind die schon abgelaufen? Ja, auf jeden Fall sind die abgelaufen. Wo ist mein fucking Tabasco? Musst du mal die Nummer anrufen. Dicker, eigentlich ging's ja nicht um Tabasco. Wer hat mit dir geredet? Ich rede mit der Kamera. Dicker, eigentlich war Tabasco auf Kuppe, ne? Was? Eigentlich war Tabasco auf Kuppe angesagt. Auf Kuppe? Ist nicht mein Ding. Tabasco auf Kuppe? Dicker, mit Gürtel an Heizung? Auch nicht dein Ding? Hast du dir jetzt mal ganz ernsthaft, hast du das jemals ausprobiert? Was? Tabasco auf Kuppe? Nein. Du? Du? Dicker, aber mal ganz im Ernst. Gürtel an Heizung ist Standard, oder? Ich bevorzuge eher so ein Kilometer in Heizung Gürtel, reinstopfen. Hals, Heizung, Standard, oder? Weißt du, was ist das? Ja? Kennst du noch In Excess, die Band? Ja. Und kennst du... Grüß dich mal. Kill Bill? David Carradine? Ja. Das ist ja Bill. Bill ist Kill Bill von... Wer geht ran? Ich hab keinen Bock. Nein, Quentin Tarantino? Dicker, Quentin Tarantino, Kill Bill? Mama? Hallo? Hallo, Mama? Mama? Ich frag hallo? Er soll nur auf Telefon. Hallo. Okay, OL. Er soll nur auf Telefon. Hallo? Nur auf Telefon, Bruder. Nicht auf Laptop, hören. Nur auf Telefon. Hallo. Wie im Radio. Ja, Bruder, hörst du mich? Hallo? Ja. Was geht, Bruder? Geht's dir gut? An Klinke. Ja, gut. Im Schrank. Stell dir eine Frage, Bruder. Dann denkst du dir natürlich auch im Schrank. Bruder, stell dir eine Frage, Bruder. Stell dir eine Frage, Bruder. 16 oder so? Stell mal Frage, er hat keine Zeit. Ihr hört nur auf Laptop, hallo! Hörst du mich, Brudi? Er soll auf Handy. Ja, Brudi, hör nur auf dein Handy, ja, nicht aufs Laptop. Auf den Laptop. Sonderschule ist. Der wird nachher sehen, wie dumm er war. Glaub mir. Brudi, Brudi, hör nur aufs Telefon, ja? Das der hier muss mit Besen klären gleich, wenn der Quatsch macht. Hallo? Hallo? Ja, guck mal, die sind zu dumm. Er hat das Telefon hier und guck Lappy. Wann bin ich dran? Wir müssen auflegen, hallo? Wir müssen auflegen. Sag ihr, wir müssen auflegen. Ich hab keine Zeit. Der hat doch aber eben geredet. Ja. Leute, ich muss euch kurz eine Sache sagen. Wenn ihr anruft, hört nur auf euer Telefon. Weil das, was ihr auf dem Lappy seht, kommt später. Genau. Es wird verrückt für uns. Es ist ein bisschen zeitversetzt. Hört, wenn ihr anruft, nur auf das Telefon. Falk kriegt das doch auch hin. Ich hab hier eine Frage von Twitter. Was sagst du zur 187 Straßenbande? Geil. Ja. Gute Straßenmusik. 187 on the motherfucking car. Hättest du auch gesigned. Ich finde das sehr sektenmäßig. Wollen wir reingehen oder kurz Pause? Sekte eben. Mach gerne. Wer spricht? Hallo? Hey, nicht auf Laptop gucken, wie der Sigi schon gerade gesagt hat. Red ins Telefon. Hallo? Guck mal, ich höre es klingeln bei ihm jetzt. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Red mit mir. Telefon. Hallo? Ja, hallo. Das Problem ist, er hört wirklich, der hört gerade wieder. Dicker! Warte, du musst kurz warten, bis er das gehört hat. Okay. Red ins Telefon, scheiß auf diesen Bildschirm, den du siehst. Ja, nur ins Telefon reden. Da, wenn du noch einmal hallo sagst, leg ich auf. Hallo? Ja! Schau es dir privat an, ich schwör auf alles, Bruder. Ganz ehrlich, du hast recht. Zu dumm, um schlau zu sein. Das ist wahr, Bruder. Area 51 ist nur. Schein, Bruder, damit Dicker. Wir denken, das ist das Größte auf der Welt. Dicker, ist, was Dicker. Das Geheimste. Dicker. Aber es gibt in deinem Dicker. Arktis ein Riesenloch. Dicker, klar. Dicker. Erde, mein Freund. Dicker, hast du Jurassic World gesehen? Bruder, das ist alles nur Film. Ja, das eben, ist, das ist alles nur Film. Die Illuminaten sagen. Ja, die Illuminaten existieren. Die zeigen Filme. Du hast kein Mikro. Ufos, keiner hört dich. Aber das heißt. Gib ihm Mikro. Mikrofon. Okay, guck mal, ich sag dir was. Ja. Die Illuminaten, ne? Ja. Die wollen uns in den Filmen zeigen, ja, was auf uns zukommt. Ja. Verstehst du das? Ja. Aber die Menschen peilen das nicht. Nee. Das ist alles nur Spaß. Und alles nur Idioten, ja. Aber Wahrheit. Ja, du bist echt oder die Psycho. Wollen uns darauf vorbereiten, Tag, wo es kommt. Psycho, ne?
Nein, die wollen uns darauf vorbereiten, wo es kommt. Okay. Die so Psycho, vorbereiten. So die Psycho, drauf, wie die ihr jetzt drauf, denkt, dass er ist, so sehr müsst ihr ja, daran denken. Die wollen uns darauf vorbereiten auf den Tag, verstehst ich du verstehe, das? Ich verstehe, ich habe Machete im Schrank vorbereitet. Dicker, ich verstehe total. Warum steht auf dem Dollar New World Order, warum steht das da drauf? Das steht da nicht drauf. Doch, Bruder, ich glaub, du bist ein Mitglied. Auf, du bist ein Mitglied. Lateinisch. Deswegen bist du gegen jetzt mich. Jetzt wisst ihr Bescheid. Holy shit. Nein, nein, nicht holy shit, Bruder. Was ist ich sag dir ehrlich was, auf, Bruder. Nein, ich will dir nur kurz sagen, so krank ihr denkt, dass dieser Motherfucker da drüben ist. Der ist gar nicht doof. Aber glaub mir, Sami hat mir alles erzählt. Sami, one love, motherfucker. So weiß sehr Bescheid. Ihr denkt. Ist Homie von dir? So sehr muss man auch überlegen, dass seid. Ja? Edward Snowden vieles plötzlich Geld, sich Bruder. Als Wahrheit begreift. Der hat auch Krebs am Hoden. Ja, der ist auch Krebs am Hoden. Aber nichtsdestotrotz ja. hat sich ja vieles von dem bewahrheitet, was ihr Aluhutträger gesagt habt. Ja, aber ja. ich bin Kühlschrankträger. Ich weiß, ich weiß. Ich sag dir was, ich habe einen Tag erlebt, ich saß auf der Couch, stoned mit meinem Bruder Samir. Ja. Wir haben davor Interviews geguckt und Dokumentationen über UFOs. Ja. Eine Stunde später schaust... Problem ist, dass du stoned gesagt hast, die Leute werden denken, du bist nee, pass auf. Eine Stunde später schaust du aus dem Fenster. Ja. Guck mal, ich wohne über einem Fußballfeld. Ja. Da ist nie Laterne nachts an. Nie Laterne. Auf einmal leuchtet was in der Mitte. Hi, holy shit. Aus. Ja. Guck mal, ich bin nicht stoned, ich war ganz normal, ja. ich guck. Flugzeug. Ich sag, Bruder, mach die Gardinen zu, halt deine Maul. Setz dich hin, rede einfach nichts mehr. Ich setz mich hin mit Samir, Samir steht auf einmal einfach auf. Er geht in meine Küche. Er macht es nie. Er ist nie so respektlos, geht einfach in meine Küche. Auf einmal, ich stehe auf, laufe ihm hinterher. Er macht den Kühlschrank auf und versucht da reinzugehen. Ich sag, Bruder, was machst du? Ich will reingehen wegen den Strahlen. Ich sag, Bruder, das ist mein Kühlschrank. Wenn, dann geh ich da rein. Mehr nicht. Ey, ganz klare Sache. Und oder wenn mal, du dich auskennst, würdest du noch das wissen. Nochmal, nur damit ihr nicht denkt, dass dieser Bruder total verrückt ist. Ja? Nein, Bruder, ich hab das Bruder. Hast du dir in den 80er Jahren Star Trek angeguckt? Next Generation? Das Beste von heute. Ich kenn was noch viel Besseres. Ja, Next Generation. Ich eine Familie wurde entführt in Amerika, in einer Villa. Die haben draußen was gehört, sind hinterhergerannt, wurden alle entführt. Die Familie ist bis heute nicht aufgetaucht. Bis heute, du kannst sie alle nachgoogeln. Auf Wikipedia, die gibt's nicht. Nein, dafür gibt's keine Faust. Nein, Mann, Google, Google auf Wikipedia. Ich stoße nicht auf tote doch, Menschen an. Doch. Nein, Spaß, okay. Spaß. Nee, ich mein's ernst. Ihr seid abartig. Ich hab dir gerade auf tote Menschen ange... Shut the fuck up. Ja. Shut the fuck up. Ja, Feuer. Nein, Spaß, ich mein's ernst, Digga. Wenn ihr denkt, der ist verrückt, ist wie gesagt, ihr habt in den 80ern nicht Star Trek geguckt, weil ihr zu jung seid. Aber es gibt Star Trek Next Generation. Ist von Illuminaten, um uns zu zeigen, wie es später sein wird. Ey, auf jeden Fall sagen, kannst du das sehen. Hier, das ist genial. Auf jeden Fall. Digga, morgen kommen erst noch ein paar NSA-Einheiten. Wenn ich das sehen würde als Zuschauer, diese Sendung, Alter, die ist genial. Bruder, dann lassen wir alle tot, Bruder. Ich schwöre. Das ist das verdammte Problem. Ich hoffe, ich stütze morgen nicht ab, wenn ich nach Hause fliege. Aber ich bin ehrlich, Bruder. Nicht, dass Nofo vorbeifliegt, mich abballert, Bruder. Ich wollte doch nur sagen, dass sie schon Tablets hatten. Glaubst du, Digga? Nee, nicht wegen Abballern, aber er hat recht. Ich weiß nicht, ich habe diese Dings mit Facebook Reptilien. Ich habe leider nur ein Interview wegen Reptilien gesehen, wo kein Reptil zu sehen war, weil nur ein Typ gesagt hat, er hat ein Interview mit einem Reptil geführt. Reptiloiden, nicht Reptil. Reptil ist ja ein Elefant. Dicker, ich... Eine Echse? Dicker, ich meine Reptiloid. Ey, wenn ihr sowas redet, denke ich wirklich, ihr seid krank. Ja, wir sind krank. Dann denke ich wirklich, ihr seid krank. Aber Sigi, er macht, glaubt Falk. Falk glaubt an Geld. Er ist ein Sklave Babylon. Und crushed Eis. Okay. Dann ist erklärt. Nee, mal zum Thema. Aliens gibt's nicht. Ganz schön verschmiert, ey. Das sind die Menschen, die wohl die UFOs kriegen. Aber die Regierung gibt's nicht zu. Verstehst du das? Dieses Element. Das wurde damals. Warum? Das ist schon von der Erste Weltkrieg. Genau. Von Zweiten Weltkrieg. Genau. Die ey, was ist mit der Box eigentlich? Okay, jetzt glaube ich auch, dass DCVDS ein Reptiloid ist, denn das Video ist nicht mehr auf YouTube findbar. Ich dachte vorhin kurz, er ist DCVDS. Wir haben hier heute zwei Doppelgänger, glaube ich. Echt? Wer denn? Der mit der Brille, der. Ach so! Ich schwöre, ich dachte, es war ja gut! Dicker, komm mal ins Bild! Ich dachte, es ist er! Das ist DCVDS! Du hast dieselbe Stimme! Komm ins Bild! Sieht aus wie Snow! Komm ins Bild! Snow White! Skate ins Bild! Und trau dich! Komm mal kurz ins Bild! Komm mal kurz ins Bild! Kann jemand ins Bild prügeln? Und er muss eigentlich auch ins Bild! Beide! Zwei Doppelgänger hier! Knie dich da nieder! Knie dich da nieder! Nein, ganz ehrlich. Aber er hat ihn in Universal. Hey, Yannick, super, dass du hier bist. Er hat Universal Deal. Nein, D2S ist eine Beleidigung. Er hat eine Universal Deal. Wie eine Beleidigung. Ist so. Willst du sagen, er ist hässlich? Das nicht, ne. Aber so vom Typus her, was er macht, wie er aussieht.
Hast du was gegen den? Nee, gar nicht. Was mit der Box? Ja, die muss man vorstellen. Also, du findest sie jetzt nicht spitzenmäßig. Den Werbung hier. Wenn man sagt, ich will ja nicht sagen, dass es nicht mehr viele gibt. Du siehst gut aus. Weil es behindert klingt, aber es gibt nicht mehr viele. Du siehst ein bisschen besser aus. Oder viel besser. Dass viele Leute das jetzt kaufen wollen. Aber es gibt ja tatsächlich, und es ist behindert, ich will es nicht sagen. Sag mal, ist das ein Brettspiel, oder? Gibt es diese CD hier, dann gibt es diese Fotos. Die Box an sich gibt's, was ja auch ein Ding ist an sich, ne, ist ja immerhin eine Box. Ne? Sido? Was? Lass bitte ganz kurz, Falk, Alter. Warum hast du Schallplatten gemacht? Du hast gemacht? Klopse aus Warum hast du Weine gemacht? Und Warum Champagner dazu gemacht? Dann gibt's hier ein Cap und das ist von Kähler & Sons. Und ich will nur sagen, ihr könnt in den Laden gehen und gucken, was ein Kähler & Sons Cap kostet. Guck mal. Warum hast du Weine gemacht? Bitte ganz kurz, ich will kurz die Werbung zu Ende reden. Digga, wollen wir beide ein Weingut machen nach dem Wodka? Ich würde sofort ein Weingut machen. In Deutschland? Mit Pferden. Und so. Mit Pferden und so, die den Acker umflügen? Ja. Okay. Damit du also Horsepower hast. Extrem biodynamisch. So. Ja. Okay. Na gut. Pferde, die Strom machen die ganze Zeit in so einem Laufrad. Erstmal mein Album, danach Weingut. So. Hier. Das ist eine gute Idee, oder? Box. Muss man machen. Nur Rapper machen Boxen. Falk? Macht hier den Fischer eine Box? Fotzen macht ihr, Alter! Das ist von Kayla & Sons. Ihr wisst, was ein Kayla & Sons Cap normalerweise kostet. Guck mal, das, was ihr auch hat. Mal, ein bisschen. Captain Bären vorne. Ja. Und innen drin, zeig mal innen drin. Egal, brauchen wir nicht unbedingt zeigen. So. Das ist aber das Cap, was in der Box ist. Und ein Kayla & Sons Cap, könnt ihr nur mal, ich will es nicht sagen, aber ihr könnt ja mal gucken, was ein Kayla & Sons Cap normalerweise kosten tut. Sag mal. Jetzt nochmal kurz ins Mikro gekotzt. Und dann könnt ihr noch dazu rechnen, diese CD. Rechnet mal, was eine CD normalerweise kostet. 1,50 Euro. Könnt ihr nicht rechnen. Verräter. Im Laden drinnen. Ich weiß nicht, Universal. Aber du machst Schallplatten, Dicker. Du machst Schallplatten. Zwei goldene. Mach ich auch. Doppelweine. Warum? Hä? Warum? Weil ich Hip-Hop, ne, ist Vinyl-affin. Da möchte ich gerne dabei sein. So, die Box mit diesem Cap. Und mir war wichtig, wenn ich eine Box mache, dann muss das Gehalt haben. Ne? Es darf nicht irgendeine Box sein mit Zeug, was du normalerweise auch im Kaugummi-Automaten bekommst. Ne? Und das haben viele Menschen in ihrer Box. Ne? Zeig mal. Alex. Walla, das ist eine Box. Die Box alleine ist eine Box. Eine Box. Ein Fan sagt das. Ja? Da hat er auch noch. Er hat übrigens seine Box vollgepackt. Voll. Und ne? Nee, mal ganz im Ernst. Man muss nur mal rechnen. Alleine als der Fan oder was auch immer, der das kauft, ja, ne, muss man mal rechnen. Was ist da drin? Was ist alles in dieser Box? Was kostet das in der Herstellung? Rechnet nur die Herstellung. Ihr müsst nicht rechnen, was es kostet im Verkauf. Ja. Ne? Rechnet nur so alleine mal, was es in der Herstellung kosten könnte. Ein Poster, ne? Autogramm, drei Mixtapes. Autogramm kostet. Weißt du, was ich alles noch? Da sind ja 6, 7 Sachen drin. Bei dir sind richtig viele Sachen drin, das will ich damit sagen. Ja, ne? Bei dir sind richtig viele Sachen drin. Ne? So, und es kommt darauf an, wird der Fan verarscht oder nicht? Ne? Ja, hier, ne? Ist es ein gehaltvolles Cap. Ne? Das kostet im Laden schon viel Geld. Nee. Ist nicht irgendein Ghetto-Cap, sondern ein gutes Cap. Bei ihm sind viele Sachen drin, ne? Die, dass ihr nicht verarscht werdet. Rechnet selber mit. Das, ne? Seid nicht dumm. Rechnet mit. Lasst euch nicht verarschen von den Leuten. Ne? Digga, sind da alte Songs drauf. Rappers. Ganz wichtig. Ich sag das so, wie es ist. Diese Boxen, das ist ein komisches Geschäft, Leute. Ganz im Ernst. Stabil. Das ist komisch. Stabil. Das ist komisch. Geldmacherei. Ah, falsch rumgefangen. Oh, der ist nass geworden. Oh. Der ist nass geworden. Hast du nicht gut geworfen, Russe? Der wird schon. Ich hätte hier noch Fragen von Twitter. Bitte. Würdest du Jihad sein? Nächste Frage. Ne? Nächste Frage. Erstmal muss er sich auskurieren. Kannst du Sido, kannst du mal live meinen Blog rappen? Kannst du mal live herkommen und einen Nacken kassieren, Alter? So eine Frage, Alter. Dann hat der Typ aus Stuttgart geschrieben... Mein Blog, so G hat vergessen. Dann hat der Typ aus Stuttgart geschrieben, ob du ihm mal, ob er dir mal seine Nummer schicken kann wegen den Jacken in Stuttgart, damit er mal durchruft. Eine Sache, ja, die Antwort auf die Frage ist ja, kannst du gerne machen. Schick. Wenn du aber weiter denkst,
ob ich anrufen werde, jemals. Kommen wir wahrscheinlich nicht auf einen grünen Nenner. Aber die Antwort auf deine Frage ist definitiv ja. Twitter ist sehr interessant. Wieso ist Bushido nicht auf deinem Album und wann... Ja, erstmal, Bushido, warum ist er nicht auf deinem Album? Wir haben tatsächlich auch überlegt, ob wir ein neues 23 machen. Ich finde aber gerade, und ich finde es legitim, dass sein Weg natürlich gerade ein anderer ist, ne? Und als mein Weg. Und ich finde legitim, dass Bushido diesen Weg geht. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, in der ersten Stunde, die wir von vier gemacht haben oder so, da habe ich gesagt, dass ich komplett nachvollziehen kann, was er gerade macht. Aber ich kann es irgendwie nicht miteinander verbinden, so richtig im Moment. Ne? Wann kommt es zum Tony D Album? Ganz ehrlich, 2016. Und ich will dazu sagen, ich möchte mich da auch gerne nochmal mit Tony zusammensetzen. Sido, wie heißt dein Label? Mein Labelcode. Okay. Gibt die Künstler. Kommt wichtig ist, dass wir abreißen. So sieht's aus. Abreißen. Abreißen. Kommt dein Album von SDK? Und es geht um die Künstler, es geht um SDK. Ja, kommt ein Album, ist die Frage. Und es geht in erster Linie gerade momentan um das SDK, ist der Diamant, den wir schleifen müssen. Ne? Komm mal her. SDK wird richtig. Komm mal jetzt her, setz dich hier hin. Das ist das Album in den Startlöchern. Komm mal her, wir drauf warten, ne? Dass komm mal her. Nichts passieren. Dann möchte jemand wissen, was du von Sinanji hältst. Rutsch mal ein bisschen. Sinanji finde ich... Mach mal Platz hier. Sinanji finde ich super lustig. Was hast du vom neuen ASD-Album gehalten, fragt jemand. Ich habe ASD-Album sehr, sehr gut gehalten, weil ich es in diese 90er-Richtung wiedergefunden habe. Auch Desio, seine Beats natürlich und so weiter. Ne? Ich fand auch das ganze Konzept ASD, auch die Bühnenshow und so weiter, ich finde das super. Ich mag das, wenn sowas passiert. Ich habe gehört, Sammy Deluxe hat ein Barbecue-Restaurant in Hamburg. Ja, gefundenes Fressen Burger, heißt das. Ne? Gefundenes Fressen, habe ich gelesen, ja. So eine schöne... Toni Cantona fragt, wieso nehmen alle an, Außerirdische sind schlauer als wir Menschen, keiner denkt daran, dass wir Menschen die Alpha-Wesen wären. Dicker, wenn die hier durch das All hinreisen können, sind die definitiv irgendwo weiter als wir, weil... Ja, wir können das nicht. Der Typ war aber richtig drinne. Richtig drinne. Der wollte mal was sagen. Es gibt nämlich, das ist das Problem, wenn man so eine Sachen sagt. Ja. Wenn man so eine Sachen sagt, wird man schnell in so eine, ihr seid richtig behindert gesteckt. Ne? Dann, es ist wirklich so. Jetzt mal, scheiß mal auf den Scheiß. Das ist der nächste Signing, ja? Die nächste VÖ. Nächste VÖ. Ja. Allernächste. Nee, nächste VÖ ist er. Nächste VÖ, okay. Eigentlich muss er auch herkommen. Müssen wir jetzt reden? Interessiert mich auch, besonders, ganz ehrlich. Er hier und er hier. Wer ist eigentlich der nächste VÖ? Wir sollten mal ein bisschen, frag uns doch mal eine Frage zu Ades. Ja, den ja. Ich habe noch keine Frage zu Ades, aber. Jemand guckt immer noch den Livestream, der morgen in die Technikerschule Maschinenbau geht. Pranke ZR13 mit Props. Respekt, dass du um halb oder um kurz vor elf immer noch guckst, ja, obwohl du eigentlich schlafen solltest. Richtig sollte. Respekt, ja, Alter, ja. Dass du nach dem Sandmann noch nicht ins Bett musstest. Dollar Popper fragt, ob ich breit bin. Sorry, Bruder. Schon ein bisschen. Breit vom Königsberger Klopse. Definitiv. Obwohl das waren festkochende Kartoffeln da drin, also ganz lecker. Danke nochmal. Doch mal an Jimmy Bull. Es war auf jeden Fall schon mal eine kleine Grundlage. Es hätte so stimmt kann man nicht. Mit Kartoffeln, Alter. Jimmy. Mit Kartoffeln die Klopse, Digga? Ein bisschen, bisschen Salz wäre nice gewesen, aber das hat der Sio nicht. Nee, und das ist immer so ein Ding bei Dosensachen, ne? Die müssen ja dann dem Volk gerecht werden. Dann salzt man lieber nach, anstatt weg. Ja, ach, na. er schickt dir dieses Bild, damit du dich an seine Fans erinnerst. Irgendwie sieht das so ein bisschen aussehen mit dem Aufkleber auf dem Titel. Ah, Tippe. Okay, das sieht ein bisschen aus wie sieht aus wie 300. Das sieht ein bisschen aus wie Favorite mit einer blonden Perücke, wenn ich ehrlich bin. Ihr könnt einfach mal auf Favorite. Twitter gucken. Stimmt, ist auch. Ist Favorite? Ist Favorite mit einer blonden Perücke? Ey, Favorite, ne? Der hat mich mal angerufen, Alter. Ja. Oh shit, Alter, der Typ. Was ist mit ihm? Bitte helft ihm. Wirklich? Mehr als Flair? Mehr als Flair? Kauft seine Platte. Scheiße. Wirklich. Okay, Bias Link fragt Sido, was hältst du von Empire? Ich meine, dass Empire ja irgendwie die Fortsetzung von Hustle and Flow ist. Ja, jeder, der Empire guckt, doch. Jeder, der Empire guckt, sollte immer Hustle and Flow gucken. Ganz im Ernst, weil das sind ja die beiden Hauptprotagonisten. Und es geht darum auch, es könnte tatsächlich die Fortsetzung von Hustle and Flow sein. Peter, ich hab's nie gesehen, aber ich sehe nur die beiden. Ne? Und er hat wirklich eigentlich würde ich jetzt die nächste Verschwörungstheorie ein Twitterer namens Peter.
Ein Twitterer namens Peter Enes. Peter Enes möchte von Tony D wissen, ob dein Album wieder in die gleiche Richtung wie früher geht oder hat sich dein Stil geändert? Mach mal deinen neuen Stil. Den neuen, den du gerade erfunden hast. Welchen neuen? Du hast doch diesen neuen Stil erfunden. Also mit ein bisschen Arschklatschen und so. Ja, mit Arschklatschen und wegwürgen. Ich rap niemandem was vor. Nee, das wird maximal 3% abweichen vom alten Stil. Das wird sehr... Maximal 3%. Und diese 3% sind die Evolution. Okay. Ölmen Musik sagt... Ja, das sagt er. Ja, wir trinken doch die ganze Zeit. Was brauchen wir überhaupt noch? Klingeln, Alter. Trinkt, meine Freunde, trinkt! Au! Jawohl, Alter. Ey, wo ist denn die Frage an Ades? Investigativ, das ist genau, das neue Signing bei Sido. Alle Fragen an Ades. Neues Signing bei Sido. Was ist an Ed Falkschacht auf Twitter. Wer ist dieser Ed Falkschacht? Falk ist nicht innovativ. Nee, ne? Falk müsste man die neuen Leute fragen, die bei Sido gesigned sind. Ja, ich lese nur Fragen vor, Dicker. Weißt du, was Alex Hersch immer sagt? Falk ist Reptil. Scheiß auf Vorlesen. Kann ich dir eine Frage stellen? Reptil, oder? Falk, woran glaubst du denn? Wir haben jetzt alle Theorien. Ey, du hast aber auch so ein Krokodilblick. Er hat gerade Falk gefragt. Welche Verschwörungstheorie oder welche Glauben, woran glaubst du? Was denkst du? Was ist das Leben? Erzähl mal. Was ist das Leben? Ja, erzähl doch mal. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich glaube an das, was man beweisen kann. Ich bin Agnostiker. Ja. Was kann man beweisen? Ich bin in Religion, shut the fuck up. Wenn ihr mir eine Frage stellt, müsst ihr schon zuhören, was ich sage. Ja, halt die Okay, also haltet die Fresse, ihr Kleinen. Fragt ihr gerade, was das Leben ist? Ne, woran er glaubt. Ich sag nur Hans Entertainment. Genieß dein Leben, Armer Gründung! Ja, Mann! Ein bisschen Recht hat er, ja. Genieß dein Leben. Aber sag mal, das ist für mich Leben. Falk, woran glaubst du? Ich glaube an das, was du beweisen kannst. Was kannst du beweisen? Im religiösen Sinne. Ja, du kannst, guck mal, ich kann einem religiösen Menschen nicht beweisen, dass Gott nicht existiert. Also, wenn du sagst, du kannst einem religiösen Menschen, bist du nicht religiös. Ich sag ja, ich kann einem religiösen Menschen nicht beweisen, dass Gott nicht existiert, aber er kann mir auch nicht beweisen, dass Gott existiert. Also hänge ich genau in der Mitte bis auf Weiteres und das ist meine Einstellung, bis auf Weiteres. Wenn du aber sowas, wenn du Erich von Däniken hörst, was denkst du da? Du hast ihn ja gehört, ne? Ich finde das hochinteressant, was der erzählt. Ich finde das spannend, wenn ich höre, dass irgendwie die Pyramiden gebaut wurden, dass da UFOs drauf landen können. Schwachsinn, sowas habe ich nie gehört. Sowas hat er nie gesagt. Ja, okay. Lege dem nicht irgendwelche Wörter in den Mund, die er nicht gesagt hat. Es gibt ja auch noch Menschen neben Erich, aber ist okay. Also ich möchte halt handfeste Beweise, ich möchte dann diese UFOs sehen oder ich möchte, wenn du sagst, dass es irgendwelche Chimäre gibt, also... Das wirst du nie sehen. Shut the fuck up. Sunera gehört? Shut the fuck up. Warum werde ich das denn nicht sehen? Ja, warum sehe ich denn dann... Warum sehe ich denn dann irgendwelche Affen, die ausgebuddelt werden? Die Regierung Menschen, gibt das nicht Die erste zu. Große Zivilisation der Welt, die Sumera. Hast du von denen schon mal gehört? Nee. Doch, hast du gehört von denen? Doch, die Keilschrift. So, und was... Sagen die aber, woher die all ihr Wissen haben. Was sagen die denn? Die sagen, da kam jemand von oben ja, und hat sagt denen Moses? Alles beigebracht. Ja, und was sagt das Moses? Sagen sogar die Ägypter. Ja, oder was sagt Moses? Wisst ihr eigentlich, dass ich von den Phöniziern abstamme? Moses, die sagen ja genau dasselbe. Ja, Moses sagt, er hat mit einem brennenden Busch geredet. Mit einem brennenden Busch? Ja, aber auch sorry. Die Bibel... nicht Moses, der hat ja das Meer geteilt. Wir reden von... Moses hat auch... Na, wer lacht da? Gesprochen. Der hat doch die 10 Gebote vom Himmel. Ja, doch. Kennst du Enoch? Oder wie der heißt. Der Typ, der gesagt hat, da kam so ein Raumschiff und dann hat Erich von Däniken das, was er gesagt hat, von einer Firma komplett nachbauen lassen. Der hat es ja komplett beschrieben. Auf mehreren Seiten hat er beschrieben, wie dieses Ding, in dem dieser Engel kam, aussah. Und die haben es nachbauen lassen. Ja. Wo ist mein Champagner? Gib mal einen Champagner. Die haben das nachbauen lassen. Aber das ist ja kein Beweis. Naja, aber steht in der Bibel. Aber in einem Teil der Bibel, der nicht wirklich in der Bibel steht, aber sondern darum, an der Cover gehalten guck mal, wurde. Der Punkt ist, komischerweise. Ich glaube nicht, dass... Also, zeig mir doch einfach das Raumschiff, dann glaube ich dir. Ja, okay. Guck mal, du musst es ich sehen. Sage nur, ich verstehe... Ich sage nur das, was mir am schlüssigsten vorkommt von allen Theorien, die es gibt auf der Welt. Nein, guck mal, es daran ist mich, glaube ich... Kennt ihr diese Sendung RTL, dieses 5 vor 12, oder wie das heißt? Dieses? Ja, 5 vor 12 ist aber die Mittags... Wie heißt es? Ihr wisst mal im RTL, was mal nachts kommt. Guck, ganz spät nachts. Kommt aber RTL nachts. Nachtjournal.
National. Ey, krass, seid ihr untergebildet. Doch, Alter. National. Ja. RTL nachts, wo nur so geredet wird immer. So ein irgendwie. Ich glaube, das ist auf ZDF. Ganz spät, oder? Ganz spät. Nee, bei RTL. Nee. 10 vor 12. Ach, du meinst, so ein Typ du meinst, einfach nur quatscht. Auch Helge Schneider macht das manchmal. Genau, und dann ist jemand hinter. Da müsst ihr hin. 10 vor 11. 10 vor 11 und da müsst ihr beide hin. Sag ich ehrlich. Wer, wir beide? Ihr beide müsst 10 vor 11. Auseinandernehmen. Da müsst ihr hin, wirklich. Ich würde dir mal das Leben erklären. Genau, so sieht's aus. Ich würde mein Rasierzeug mitbringen, aber kein Rasierschaum, sondern Honig. Ich würde dich mit Honig rasieren. Endlich wüsste ich mal Bescheid. Wenn du mir das Leben erklärst, mit Teer, mit Teer würde ich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich bringe die Federn mit. Da müsst ihr echt hin. Ihr beide. Soll ich dir was sagen? Sein Freund Helge Schneider sitzt da ja häufiger. Ja, und wenn er da ist, liebe ich das, ganz ehrlich. Ja, hast du eine Frage an Ades, bitte? Bitte, frag jetzt mal Ades eine Sache. So, hat mir auf jemand für Ades eine Frage gestellt. Ades, willst du auf meinen Schoss? Gabi, ja. Ades, warum singst du, wenn du rappen könntest? Gabi, schön, kommst kannst du rappen? Ich kann auch ein bisschen rappen. Sag mal hallo. Aber besser singen. Sei mal ruhig! Und transportiert noch mehr Gefühl manchmal oder anderes Gefühl. Hi. Kannst du hier live singen und uns beeindrucken? Ich kann dir alle meine Menschen geben. Aber auf geil. Auf geil ist schwer. Aber bei dem Song ist... Komm mal zur Tour vorbei, da darfst du mit. Und da darf ich auch ein bisschen was spielen. In Hamburg bin ich dabei. Ja, cool, dann siehst du das dann live. Und die Leute ja dann natürlich auch zum ersten Mal. Wird geil. Ich bin in Hamburg dabei, wenn er singt. Du nimmst ihn ja mit. Gabi Schön. Er kommt ja aus Hamburg. SDK, auch in Zukunft des Deutschen. Du kommst aus Hamburg? Hey, lass mal, seid mal ruhig! Bitte kurz. Ruhe! Hast du das Tabasco dabei? Nein, Adele redet hier, seid mal ruhig. Ades. Digga, es tut mir wirklich leid. Digga, die singt auch. Pass. Ganz ehrlich, das, genau, da dachte ich auch, wo ich das gesagt oder habe. Oder Adel Tawil. Vielleicht Adel Tawil, genau, Adel, Ades, alles. Bueno, bueno. Muy bien. Muy bueno. Ja. Ihr seid jetzt ruhig. Ades redet jetzt. Nein. Gabi. Das ist die Gabi. Gabi, Digga, ich wohnt hier seit... Gabi, sag mal hallo bitte. Hier die Kamera. Komm mal kurz her. Gabi ist auf Turn-Up. Gabi, du musst hallo sagen. Hier die Kamera. Ja. Ich will sagen, ich weiß, was ich sage. Gabi auch hier drinne, wa? Gabi, komm mal her zum Mikro. Gabi, was hast du heute gemacht? Wie war dein Mikro, Tag? Gabi. Aber siehste, ja. Gabi, sie kann doch reden. Sie kann doch reden. Okay. Sag du, was Gabi gesagt hat. Gabi, komm zurück! Ich liebe dich! Also Gabi hat sexuelle Anspielungen gemacht auf jeden Fall gerade. Wie heißt denn der Typ mit der Brille? Ey, ihr wisst aber schon, dass der Ades gerade reden wollte. Ja, das finde ich nicht cool. Was denn das? Was denn das gerade? Der ist gut. Geh mal gut. Sigi? Ja, ja. Das musst du aber sagen als Journalist. Nee, das sag ich nicht. Nein. Muss so, ne? Die Haare müssen rein. Nee, lass mal. Genau. Kommst du zu dir? Das ist schöne Haare eigentlich. Sie möchte. Ja, sie hat Interesse an Pflaumen. Nein. So, ey, warte mal ganz kurz. Ja, ey, wir machen so ein Ding. Sigi. Ja. Ja, wir müssen auch bleiben. Ich muss mal Dings machen langsam. Ja, würde ich so sagen. Wie viele Zuschauer? Du hast nämlich. Würde ich jetzt gerne mal wissen. Wie viele Zuschauer haben wir denn noch? 600. Tschüss. 200 weniger, siehst du? Sehr viel, ne? Ist noch viel. Immer noch gut. Ein paar Leute, das ist. Zeig mal. Ey, aber ich muss jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, die letzten Minuten, Ades hat gerade geredet und das finde ich auch nicht cool, ihn nicht mal zuzuhören, wirklich. Das ist... Ja, bitte. Ich hab eigentlich alles gesagt. Ruhe! Was war denn deine Frage? Ich hab schon alles gesagt eigentlich. Wirklich? Vielleicht jetzt mal hier die Zukunft hier, SDK, deutscher Hip-Hop. Ich bin Fan von ihm, also, auf jeden Fall. Ich bin Fan ab 1. November bin ich auf Tour und, um nicht zu viel verraten, aber SDK und Ades werden mit auf Tour kommen. Danke, dass wir mitkommen dürfen. Und er hat es auch selber schon gesagt, B-Tight kommt auch mit auf Tour als Support-Act. Er spielt eine eigene Show. Ja, so kann ich schon mal verraten. Es gibt noch einen Support-Act. Bobby ist am Start wieder. Den ich die nächsten Tage mal, ne? Die nächsten Tage oder so, ne? Easy. Easy. Aber ja, wir werden demnächst euch erzählen, wer das ist.
Haben wir noch einen Anrufer zum Abschluss? Machen wir noch einen Anrufer und dann machen wir langsam mal hier Ende. Prost! Prost! Auf Frag Siggi. Ich fand das eine sehr amüsante Angelegenheit. Was sagst du denn, Herr Medienmogul-Experte? War das denn gut? Werden die Leute sich freuen oder werden wir die letzten zwei Stunden rausschneiden müssen? Keine Ahnung. Was hast du eigentlich für ein Handy? Das war ganz amüsant. Was ist das? Telefon. Mimoto. Gefällt mir. Geht mal anrufen. Mimoto. Hallo. Hier ist Frag Siggi. Wir machen ja Sender. Hallo. Hallo. Hier ist Frag Siggi. Hör mal nur auf dein Telefon, nicht auf deinen Rechner hören. Hallo. Nein, jetzt hast du es verstanden, ne? Nur auf dein Telefon. Telefonieren. Telefonieren nach Hause. Er hört schon wieder auf seinen Rechner die ganze Zeit. Das ist das Problem. Leute, ihr guckt doch jetzt schon 4 Stunden wie bei Schlag den Raab. Ihr wollt unbedingt wissen, wer gewinnt, Falk oder Sido. Es sieht sehr nach Sido aus. Ihr habt doch jetzt langsam gepeilt, dass ihr nur aufs Telefon hören müsst. Nur aufs Telefon. Alex, Bratan. Brata! Ja, Bratucha. Hallo. Auf deinen Rechner. Hier ist Sascha aus Frankfurt. Ja, Bruder, ich höre dich. Was geht ab? Wie geht's dir? Ja, was geht ab? Frankfurt, represent. Geht's dir gut, Bruder? Voll alle. Was geht ab, Bratucha? Alles gut, Bruder. Was machst du? Wo bist du gerade, Bruder? Zu Hause, Bruder. Ich guck mir die Sendung an. Jawohl, mein Bruder. Ich versuche seit 300 Anrufen durchzukommen. Ja, Bruder, sehr, sehr schwer, Geht's dir gut, Bruder? Was machst du? Was geht ab? Alles gut, Bruder, zu Hause. Sascha! Ich hab hier Fragen, ob du schon bist. Sascha? Ja. Nee, Sascha, bist du's? Ich kann ruhig fragen. Nein, Sascha, bist du's? Ja, Bruder, was geht? Bruder, was geht ab, Alter? Verdammte Scheiße, Sascha. Ey, sag mal, bitte. Ich hab's geschafft. Verdammte Scheiße, Bruder. Wie hast du es geschafft, Alter? Alle, hallo zu Sascha. Hey, hey Sascha! Wo bleibt ihr? Hey, wo ist Sascha? Jawohl, mein Bruder. Ey, Digga, was geht ab? Was machst du? Wie geht's dir? Nix, Bruder. Nur hier eure Sendung gucken. Mich kaputt lachen. Das ist der Beste, Bruder. Mach mal Schuss für den Jimmy Knullen! Buddy! Ja, auf, Jungs. Jimmy hat uns Eis gebracht, Digga. Seitdem geht's richtig schön mit dem Genuss. Digga, ne? Pass auf die UFOs auf, wenn du Glück hast, geh lieber jetzt rein. Hallo? Grüß die Jungs, Digga. Bruder, hast du einen Kühlschrank zu Hause? Was hab ich? Geh rein! Kühlschrank, Kühlschrank! Natürlich, Bruder! Bruder, dann ich schwöre dir, nach diesem Interview, Bruder, ich glaube, da werden ein paar UFOs vor deiner Haustür stehen. Kein Problem, ich hab das Platz für alle. Und wenn was ist, guck einfach Sami an, der kennt die Links, diese Varianten, die man überlegt. Der weiß es, Bruder. Red mal jetzt. Ja, Sami ist Asik auf UFOs, Bruder, ich weiß. Oder UFOs, Trufos, der weiß. Wallah, er war der einzige Atze, der uns angerufen hat, ich merke sofort. Ja, aus Frankfurt, ja, Atze, jawohl. Alter. Jawohl, Sascha, Bruder. Habib. Grüß dich alle, Bruder. Frankfurt, Goldstein, alle da, Bruder. Represent. Grüß mal deine Jungs. So sieht's aus, Bruder. Jawoll, Alter. Warte mal, ich geb nochmal Siggi, Bruder. Ganz kurz, ja? Gib ja, ja. Siehst du? So, Sascha, hier ist ja Frag Siggi, ne? Ja, Siggi. Er fragt Siggi. Machst du auch ein Tattoo-Studio in Frankfurt? Ja, erstmal München, ne? Jetzt gerade München. Frankfurt ist eine große Stadt, ne? Da könnte man echt überlegen, ob man. So groß ist Frankfurt auch nicht. Frankfurt ist schon. Das würde wir reden gut ja von Frankfurt Main, nicht Oder. Ah, ja. Main ist auch geil. Main ist nicht groß. Viele Hochhäuser. Da, ne, die wohnen nach oben, die Menschen in Frankfurt. Stimmt, nicht nach links und rechts. Die wohnen nach oben. Alles klar, ja, ich überlege mir das, ne? Wegen Frankfurt Tattoo-Studio, ne? Das wäre korrekt. Alles klar, Digga. Okay, dann haust du rein, ne? Kommst du Jahrhunderthalle? Ich will auch nochmal mit ihm reden, gib mal mehr da. Kommst du Jahrhunderthalle? Ich gehe raus mit ihm. Jahrhunderthalle? Ja, Jahrhunderthalle. Bin ich 1. November, Jahrhunderthalle. Yahudi-Halle. Das ist ein Sonntag, gell? Ja. Kommst du? Leider nicht. Ich kann nicht. Ah. Das letzte was machst du denn am 1. November? Am 1. November, was machst du da? Was machst du da 1. November? Was machst du denn 1. November? Merch verkaufen. Ach, du bist bei Chido und Abdi auf Tour, ne? Ja. Du kennst diesen Sascha, ne, Digga? Das ist unser Dings. Digga, du bist auch bekannt. Abgekapert! Du kannst gar nicht zu meinem Konzert. Abgekapertes Spiel. In Frankfurt? Film seine rechte Hand. Digga. Du kannst gar nicht zu meinem Konzert. Ich bin da. Doch. Kann er gar nicht zu meinem Konzert kommen? Er kann kommen, ne? Jawohl, Bro. Alles klar. Ey, Dicker, ja, da musst du bei mir sein, weil Oleg Sesh ist bei mir, ne? Am 1. November in der Jahrhunderthalle. Da bist du auch dabei, auf jeden Fall. Da bist du auch dabei, ne? Ja, aber da ist noch Dingskonzert. Dicker, Merch, nur bei Sido Konzert Jahrhunderthalle.
Ne? Jawoll, Alter, wir verkaufen. Dicker! Jawoll, sagt er, Alter. Dicker! Killer! Und in Frankfurt? In Frankfurt, Dicker? Weißt du ja, Rothschild. Rothschild, ne? Dicker, Frankfurt ist ja Hoodie-Halle, da kommst du vorbei, Dicker, ne? Dicker? Ich versuch. Nein, er versucht. Aber ich glaube nicht. 1500. Okay, Dicker, dann sehen wir uns in Frankfurt, ne? Weil Oleg Sesh ist bei meinem Konzert. Er ist bei meinem Konzert, Oleg Sesh. Bei meinem Konzert, ne? Ja, schönen Abend noch. Ciao. Er hat mich gehört. Sido. Dicker, erklärst du ihm nach? Er konnte sich aber gut. Sigi. Gut artikulieren. Er sagt noch schönen Abend noch. Sigi. 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 Am 4.9. kommt das Album. Ihr wisst ja. Ich habe das heute schon mal. Wolltest du gerade noch was sagen? Ja, nein, aber ich warte noch ab, bis du deine Kuhfahrt. Nee, du musst erstmal sagen, weil ich muss die Schlussrede halten. Okay, der Hodenkobold auf Twitter möchte wissen... Ja, das ist doch einer von dieser Huss und Hoden Band, ne? Ich hab nee, das ist der nicht. Der möchte wissen, wieso geht Bobby jetzt anstatt Bassultan Hengst mit auf die Tour? Sag ihm halt die Fresse, ich zerdrück deine Eier. Das ist Bobby, ja? Da gibt's nichts zu sagen. Bassultan Hengst, super, Bobby. Bassultan Hengst wäre ja Backup gewesen. Ich spiele mittlerweile ohne Backup. Be tight, dieser Bobby, dieser angesprochene Bobby, Be tight. Ist unser Bruder. Das ist unser Bruder und der spielt Support Act, Vorgruppe. Der hat eine eigene Show auf dieser Tour. Verstehst du, ne? Bassultan Hengst, der Backup gewesen, ich spiele ohne Backup. Keiner wird mein Backup sein, außer DJ Desu und DJ Word. Die werden ab und zu ein paar Backups machen, aber es wird kein Rapper geben, der mein Backup sein wird auf dieser Tour. Es werden Ades dabei sein, als Gast und als Background-Sänger. Ne? Und es wird SDK dabei sein als Gast. Ne? Und Bobby Dick, B-Tight ist Support Act. B-Tight wird Support Act sein. So, jetzt kommen wir. Was wollte ich denn sagen? Du wolltest Falk noch eine Frage stellen lassen? Kommt was von dir und der Sekte? Nein, aber es wird. Und daran arbeiten wir auf der Tour. Ich glaube, wir haben ein Studio in einem Bus auf der Tour. Werden wir ein Tonstudio haben? Ja. Da werden wir ein Tonstudio haben und da werden wir den einen oder anderen Song produzieren und wir haben vor, ein AIDS-Album zu machen, der Bobby und Und die Sekte ist definitiv kleiner geworden, ne? Muss man leider sagen, aber die Sekte ist kleiner geworden, ja. Auf diesem Album von... Ich habe aber immer gehört, kleine Sekten sind immer die erfolgreichsten. Die kleinen Sekten sind die erfolgreichsten. So sieht's aus. Was hältst du? Am 4.9. kommt dieses Album, ne? Wolltest du noch eine Frage stellen? Bitte stell deine Frage dann jetzt. Es gibt hier noch so viele Twitter-Fragen, aber ich kann die jetzt nicht stellen. Nein, wir machen jetzt okay, wir machen eine noch, eine Frage. Letzte Frage. Ja, hier will jemand wissen, was du von KIZ hältst. Ist das die beste Frage, die du da noch findest? Nein, bestimmt nicht. Bestimmt ist es nicht die beste Frage. Na, dann überlege noch. Sind gute Jungs, aber mehr was geht mit Harris? Gibt's keine KIZ Futures? Super. Hey, frag mal Harris Sido, super. Ob er ein... Harris auch super, sogar speziell. Frag mal Sido, ob er einen Sinto, der wo Oldschools Mucke macht, unter Vertrag nehmen würde. Ich nehme nur, egal ob Sinti, Roma, Afrikaner, Chinese, egal. Wenn die Leute gut sind, und bis jetzt habe ich nur ein, zwei und bin dabei, vielleicht den dritten... jemanden zu sein, die ich für gut befinde. Wenn jemand gut ist, sign ich den gerne. Da ist mir eine ethische Herkunft scheißegal. Dann rappe ich auch noch. Also, danke für eure Fragen auf Twitter. Ich kann jetzt nicht mehr alle stellen, weil die ja Schluss machen wollen. Sorry. Darf ich Schlusswort machen? Ja, eins machst du. Refugees, willkommen. Yes. Ganz ehrlich, das ist mein Schlusswort. Das ist das Thema, was mich am meisten beschäftigt die letzten fucking Wochen, Alter. Sag ich ehrlich, wirklich. Ich bin mir ganz sicher, da schließt sich jeder, der hier im Raum ist, an. Yep. Es ist eine Sache, aber über die man trotzdem länger reden müsste. Schon, aber das muss man gesagt haben. Man muss das sagen. Ne? Wir sind Deutschland, wir finden immer einen Weg, die Leute hier willkommen zu heißen und die Leute hier Geld verdienen zu lassen und die Leute hier leben zu lassen. Wir sind Deutschland, wir finden diesen Weg. So, das Thema abgehakt. Danke. Am 4.9. kommt dieses Album. Dieses Album? Diese eine? Dieses Album? VI? Ich weiß, wir kommen an einem Tag, an dem auch Helene Fischer kommt, an dem Iron Maiden kommt, an dem Böse Onkels kommen, habe ich heute erfahren. Es ist also sehr große Konkurrenz.
Die 1 wäre großartig. Ich kann es nur so viel sagen. Es wäre nicht so schlimm, wenn es nicht die 1 wird. Die 1 wäre großartig. Trotzdem will ich euch darauf aufmerksam machen, dass die erste Woche natürlich die stärkste ist. Ab dem 4.9. kommt dieses Album. Kauft das, ne? Kauft das. Ich finde es gut. Diese Herrschaften, die ihr hier alle seht, haben damit zu tun. Und, ich liebe diese Album. Ne? Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal reinhört und das dann kauft, wenn ihr es gut findet. Also, peace. Ich freue mich. Ich glaube, diese Sendung hier ist jetzt schon legendär. Stimmt ja, ohne meinen Namen, aber geht nicht.